Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 1. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Vincent. Ach, Bianca? Ich war mir kurz unsicher, ob du das wirklich bist. Mann, Vince, du siehst gut aus. Danke, du vor allem. Wahnsinn, du bist um keinen Tag älter. Hey, hör mir bloß auf. Ich habe morgen Geburtstag und bin kurz davor, mich von einer Klippe zu werfen. 35, kannst du dir das vorstellen? Ehrlich gesagt nicht. Ich kann nicht fassen, dass wir uns hier noch nie über den Weg gelaufen sind. Hey, du solltest unbedingt morgen zu meiner Party kommen. Oder es ist nicht wirklich eine Party, eher ein Dinner. Um 8 in diesem angesagten äthiopischen Restaurant. Kennst du das? Ich weiß nicht. Kein Problem, ich schick dir die Adresse. Wir sind nicht auf Facebook befreundet, oder? Nein, ich glaube nicht. Kein Problem, ich notiere mir schnell deine Nummer. Oder warte, tipp du sie doch schnell hier ein. Okay. Hier. Super, ist gespeichert. Mann, Vince, ich habe mich so oft gefragt, was du wohl machst. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass du auch noch in Hamburg bist. Du bist nach der Schule wie vom Erdboden verschwunden. Ich bin erst vor einem halben Jahr wieder hergezogen. Musst du mir morgen alles in Ruhe erzählen. Versprich mir, dass du vorbeikommst, ja? Du wirst sehen, das wird lustig, dann siehst du auch Boris mal wieder. Ihr habt noch Kontakt? Das kann man so sagen. Im Frühjahr feiern wir unseren 6. Hochzeitstag. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Meine Mitbewohnerin fährt in 10 Minuten zur Arbeit und ich habe keinen Schlüssel dabei. Hey, na klar. Wir sehen uns morgen, okay? Ich schicke dir die Adresse. Okay. Ja. Oh, was riecht denn hier so gut? Mein Coq au vin. Was ist denn der Anlass? Braucht gutes Essen Anlass? Eigentlich nicht, aber ich kenne dich jetzt eine Weile, Vince. Du kochst immer dann besonders aufwendig, wenn dich was umtreibt. Ja, was soll mich schon umtreiben? Keine Ahnung. Hast du in letzter Zeit noch mal was von Ben gehört? Nein, ich habe nichts von meinem Ex gehört und ich möchte auch nichts mehr von ihm hören. Ich bin drüber hinweg. Was ist es dann? Du hast doch irgendwas. Ich habe heute Morgen eine alte Schulfreundin auf der Straße getroffen. Sie hat mich für morgen zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen und ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Warum nicht? Ich glaube, es wäre bestimmt nicht schlecht, mal einen Abend mit was anderem zu verbringen als mit deiner Arbeit oder Netflix. Es ist schwer zu erklären. Sie war zu Schulzeiten Teil so einer Clique. Ach, diese Clique. Und wen davon hast du getroffen? Bianca. Und das war jetzt die Nette, die durchgeknallte Tussi oder die verwöhnte Göre? Die Nette. Ich habe sie wahnsinnig bewundert als Teenager. Die schönste des Schulhofs. Ah, der Cheerleader-Typ aus dem amerikanischen Highschool-Film, verstehe. Nee, gar nicht. Sie hat niemanden runtergemacht, im Gegenteil. Sie war zu jedem nett. Ich wollte so sein wie sie, als ich jung war. Halt nur ohne Lipgloss. Klingt perfekt. Ich hasse sie jetzt schon. Bitte sag mir, dass sie wenigstens schlecht gealtert ist. Nein. Tut mir leid, sie sieht fantastisch aus.
Bitte erzähl mir mehr von diesen Geschichten. Deine idyllische Teenagerzeit auf der Insel. Ich habe schon immer stickige Großstadtluft geatmet. Ich bin nicht in Bullaby groß geworden. Und so lustig, wie du es dir vorstellst, war es auch nicht immer. Ich meine, als Kind war es super, aber als Teenager... Egal. Du, das Huhn braucht noch eine Weile. Wenn du mich suchst, ich bin im Keller. Ich will endlich die letzten Kartons auspacken, die ich beim Umzug einfach nur da reingeschmissen habe. Sonst packe ich sie wahrscheinlich erst bei meinem nächsten Umzug wieder an. Weißt du was? Ich helfe dir. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Oh, verdammt sind das viele. Meinst du nicht, wir sollten erst alles raufschleppen und du sortierst sie oben aus? Oh, schau mal. Was? Mein altes Tagebuch. Was? Echt? Dieses Tagebuch gehört Vincent Schlüter. 2. Juli 1998. Ich hasse diese Insel. Nie passiert etwas. Ich kann es nicht erwarten, hier wegzukommen. Die anderen öden mich so an. Boris raucht neuerdings und tut so, als wäre er jetzt irgendwie besser als ich. Nur weil er mit Mädchen rummacht und Lucky Strike raucht und ich nicht. Aha. 14. Januar 1999. Wir haben einen Neuen in der Klasse. Er heißt Kai. Niemand spricht so richtig mit ihm. Und er schafft es irgendwie, das so aussehen zu lassen, als wäre es seine eigene Entscheidung. Also so, als sei er irgendwie zu cool für uns. Und als habe er sich überlegt, einfach mit niemandem zu reden in der neuen Schule. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Wahnsinn. Wie geil, dass du das noch hast. Darf ich mal sehen? Klar. So, 28. November 1999. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Ich weiß, dass ich über das schreiben sollte, was am Leuchtturm geschehen ist. Aber ich kann nicht. Ich... Okay, das reicht. Gib es mir zurück. Sorry, ich wollte nicht... Tut mir leid. Alles gut. Komm, wir bringen die Kartons rauf. Mir wird hier unten auch langsam kalt. Ja, mir auch. Und? Gehst du hin? Wohin? Zu dieser Geburtstagsparty. Keine Ahnung. Also ich finde, du solltest hingehen. Los, geh spielen mit den coolen Kindern. Das wolltest du doch immer, als du ein Teenie warst, oder? Vielleicht sollte ich wirklich hingehen. Ja. Das ist so cool, dass du tatsächlich Journalist geworden bist. Irre. Findest du? Naja, du hast immer schon geschrieben, oder? Ich glaube, Vince ist der Einzige von uns, der tatsächlich das geworden ist, was er immer schon werden wollte. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ja. Was wolltet ihr früher werden und was macht ihr heute? Ach, ich habe das nicht wirklich an die große Glocke gehängt, aber ich wollte eine Zeit lang tatsächlich Pilot werden. Aber meine Augen sind nicht die allerbesten und, naja, ich... Weiß nicht, erinnerst du dich noch an meinen Vater? Ja, hatte diese große Firma. Eben, haben wir immer noch. Naja, jedenfalls macht es einfach Sinn, ein Ingenieurstudium zu beginnen. Du bist Ingenieur geworden? Hey, du klingst überrascht. Ja, also. Erinnerst du dich an Herrn Bartels gefürchtete Mathe-Klausur? Oh, oh Gott, aber ja. Klar, wer könnte die vergessen? Und erinnert ihr euch auch, wie er nach jeder Klausur mit sadistischem Vergnügen den Notenschwiegel an die Tafel geschrieben hat? Horror, Trauma meiner Schulzeit. Jedes Mal, wenn es ausnahmsweise mal nur eine einzige 5 gab, habe ich mich gefragt, ob du sie wohl hast oder ich. Verdammt, du hast recht. Ich glaube, der alte Bartels fällt vom Glauben ab, wenn er hört, dass ich ein Ingenieurstudium abgeschlossen habe. Aha, und du, Bianca? Nichts Besonderes. Ich arbeite in einer Anwaltskanzlei. Ja, ja, ja. Meine Frau ist ja immer zu bescheiden. Sie ist Partnerin einer großen Anwaltskanzlei. Ich bin beeindruckt. Und demnächst wird sie... Sag mal, wo bleiben eigentlich alle? Also, dass deine Schwester zu spät ist, ist ja nichts Neues. Aber wo stecken Sandra und Markus? Oh, bin schon da. Sorry. Sorry, dass ich so spät bin. Ich habe einfach keinen Parkplatz gefunden. Der Verkehr ist der Horror um die Zeit. Ja. Happy Birthday, Lieblingsschwägerin. Hey, danke, Süße. Yo, Bro. Hey, Schwesterherz.
Mann, dich habe ich ja lange nicht gesehen. Victor, oder? Vincent. Ah, sorry, ich hab's nicht so mit Namen. Aber schön, dich zu sehen. Ah, danke, gleichfalls. Als ich dich zuletzt gesehen habe, da trugst du noch eine Zahnspange. Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Es macht eh keinen Spaß, mit 16 noch eine Zahnspange zu haben. Aber wenn man noch dazu einen älteren Bruder hat, der einen erbarmungslos deswegen hänselt... Dann ist es 15 Jahre später wirklich langsam Zeit, ihm zu verzeihen, oder? Okay. Darf ich Ihnen schon mal was zu trinken bringen? Bringen Sie uns doch erstmal eine Flasche von dem Cremant zum Anstoßen und danach sehen wir weiter. Sehr gerne. 4 Gläser? 6. Wir sind noch nicht vollständig. Alles klar, der Cremant kommt sofort. Hey, guten Abend, die Herrschaften. Hey, wer seid ihr? Hallo, hallo. Happy Birthday, meine Liebe. Oh ja, danke. Komm her. Lass mal drücken. Hey, na. Wie geht's? Sorry, dass wir so spät dran sind. Mann, es ist echt ein Albtraum, hier um die Zeit im Parkplatz zu finden. Ja. Oh, aber jetzt haben wir es ja geschafft. Mann, Vince. Ich kann es ja kaum glauben, dass du wirklich hier bist. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Nach dem Abi? Ah, ich schätze schon. Wow, gut siehst du aus. Ja, Entschuldigung, auch ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Da kriegt unser eins ja komplexer. Hey, ich mag deine Plauze. Ey, Moment mal, welche Plauze? Also ich meinte ja eher... Schaut mal lieber in die Karte. Ich würde echt gern bestellen, ich bin da verhungert. Ich auch. Bedienung? Tja, also nochmal, also auf einen schönen Abend. Prost auf dich, ne? Ja. Danke für die Einladung. Ja, gerne, na klar. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Sag an. Hey, das schöne Essen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Moment, entschuldigen Sie, hallo? Sag mal, Entschuldigung, ist diese Tussi da gerade ernsthaft weggerannt, nachdem sie ein Tablett mit 4 Tellern einfach hat fallen lassen? Ich weiß jemanden, der heute Abend noch gefeuert wird. Das gibt's doch überhaupt nicht. Oh, Entschuldigung. Das tut mir sehr leid. Ich mache das sofort sauber. Das war schräg, oder? Allerdings, sauberer Abgang. Echt crazy, die Alte. Na komm schon, sowas kann doch mal passieren. Wahrscheinlich war ihr das einfach furchtbar peinlich. Ist euch nicht aufgefallen, wie sie uns angesehen hat? Wie meinst du denn? Na, Boris hat nach ihr gerufen. Dann hat sie sich zu unserem Tisch umgedreht und uns den Bruchteil einer Sekunde angestarrt. Und sah irgendwie total geschockt aus. Ist euch das nicht aufgefallen? Ey, wahrscheinlich hat sie sich vor Markus Plauze erschreckt. Genau. Ist ja auch egal. Jetzt lass uns mal endlich bestellen. Ja. Genau, ja, komm. Also ich habe das vegetarisch. Kann jemand das empfehlen? Ich auch. Nee, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Ich nehme es Rinderfleisch. Ja, das ist bestimmt. Oh, das ist lecker. Sorry nochmal für den kleinen Zwischenfall eben. Hier ist der Cremant. Geht aufs Haus. Was darf ich Ihnen zu essen bringen? Essen fantastisch. Ja, das finde ich auch. Ja, entschuldige mich einen Augenblick, ich muss mal gerade für kleine Jungs. Warte, Vince, ich komm mit. Oh la la, hier, ihr zwei, ja. Ey, was soll das? Warum sollen immer nur Frauen zusammen auf die Toilette gehen dürfen? Ja, ah, progressiv. Was? Was, gehst du jetzt etwa auch mit? Ja, klar, ich muss dringend mein äthiopisches Bier wegbringen. Ah, okay. So, okay, das nennt man übrigens FOMO. FOMO? Was? Ja, oh Mann, ich vergesse echt immer, wie alt ihr seid. FOMO. Fear of missing out. Ich miss hier überhaupt gar nichts out. Jetzt kommt offensichtlich, dann. Lass mich nicht zurück. Das hab ich Und? Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen, bis du gemerkt hast, dass du auf Männer stehst? Null. Und du? Ich stehe doch nicht auf Männer. Wie kommst du auf so einen Scheiß? Vielleicht, weil du seit gut 30 Sekunden auf meinen Schwanz starrst. Was? Ach, Schwachsinn. Ich schieß mich weg. Die Schlagfertigkeit ist neu, oder? So einiges ist neu. Zumindest bei mir. Wie meinst du das? Ach, keine Ahnung. Vielleicht wundert es mich einfach, dass du immer noch mit Markus abhängst. Egal. Sollen wir? Also, wann packen wir überhaupt los? Ja, bei uns hängt es davon ab, natürlich, wann die Babysitterin kann. Aber im Prinzip, also je früher, je besser. Ah, okay, besser. Vincent, gut, dass du gerade kommst. Sag mal, hast du übers lange Wochenende schon was vor? Vorsicht, Fangfrage. Nein, Mann. Also, wir fahren alle zusammen ein paar Tage auf die Insel. Ein Kollege von Bianca, der hat ein riesiges Strandhaus, das er nur uns überlässt. Er ist beruflich irgendwo in München oder so, keine Ahnung. Sag mal,
Hey, hast du nicht Lust mitzukommen? Ja. Ich kann nicht, ja. Sorry. Hey, komm schon, Vince. Wann warst du das letzte Mal zu Hause? Hm? Ewig her. Ja, da siehst du, das ist die perfekte Gelegenheit. Bianca, sag auch mal was. Ja, du bist herzlich eingeladen. Danke, aber... Das, ne? Ja, nein, ich bin bereits verabredet. Ich helfe einem Kumpel beim Umzug. Ey, deine Ausrede, eine bessere Ausrede fällt dir nicht ein, ja? Hey, seht mal, wer zurück ist. Hey, die Kellnerin von eben. Die kommt zu uns, oder? Alles okay mit Ihnen? Jetzt warten Sie doch mal. Weg. Entschuldigen Sie. Warten Sie. Weg ist sie. Alter, das ist voll strange. Das sehe ich nicht. Vorsichtig, Vince. Ey, wer weiß, was da drin ist. Hey, was soll denn da schon drin sein? Ja, Antrags oder was? Ja, soll ich denn das wissen? Aber es ist ja wohl offensichtlich, dass die Frau total durchgeknallt ist. Da ist Geld drin. Was? Ein 100-Euro-Schein. Und sonst nichts? Was? Zeig mal. Tatsächlich. Also, das ist wirklich total schräg. Schön komisch. Vince, wo willst du denn hin? Na, hinter ihr her. Wieso? Mit der stimmt doch irgendwas nicht. Okay, also ich mache jetzt einfach mal einen konstruktiven Vorschlag. Wir versaufen den Honi. Ja, genau. Nichts anderes haben wir von dir erwartet. Nein, wir geben das Geld natürlich zurück. Man fragt sich nur wie. Und hast du sie noch erwischt, Vince? Nein, keine Spur von ihr. Merkwürdig. Ja, finde ich auch. Ach, komm, sind halt viele Verrückte unterwegs. Manchmal habe ich das Gefühl, das werden täglich mehr. Ja, hab ich auch. Wir müssen so langsam mal nach Hause die Babysitterin auslösen. Du hast recht. Ja. Zahlen bitte. Ach, wisst ihr was? Ich zahle schnell an der Theke. Was? Ich bin gleich wieder da. Schon? Oh, danke, oh Mann, kommt schon. Die Nats ist noch jung. Ja, für dich vielleicht. In ein paar Tagen sehen wir uns ja alle schon wieder. Du bist doch dabei, Vince, oder? Ey, komm, jetzt gib dir mal einen Ruck. Kommst du wenigstens mal raus? Muss doch schrecklich sein in so einer WG hier. Weißt du, was wirklich schrecklich ist? Was? Ein sattes Schwein wie du zu sein. Dass ich nicht selbst erarbeiten musste und dass ein Leben lang auf andere herabblickt, die nicht so viel Glück hatten. Was hast du gerade zu mir gesagt? Ich habe gesagt, dass du ein sattes Schwein bist. Gierig und widerwärtig. Ich habe nicht vergessen, wie du dich zu Schulzeiten verhalten hast. Auch Kai gegenüber. Also tu nicht so, als wären wir Freunde. Ey, was soll denn der Scheiß? Unsere Schulzeit ist doch Jahre her. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du dich geändert hast. Komm schon, Markus. Denkst du, ich bin unvorbereitet zu diesem Essen gekommen? Ich habe mich informiert. Das ist mein Job, schon vergessen? Ich weiß, dass du deine Sekretärin fixst und dass du vor 2 Jahren beinahe in den Knast gegangen wärst, weil du es mit der Steuer nicht so ernst nimmst. Aber Papi hat dich mal wieder rausgehauen, stimmt's? Was hast du... Bist du bescheuert? Tut mir sehr leid, aber ich kann am Wochenende wirklich nicht. Das ist schade, aber das holen wir nach, oder? Sicher. Sollen wir? Yeah. Ja, lass uns gehen. Augenblick mal, Leute, was machen wir jetzt mit dem Umschlag? Lassen wir den einfach hier liegen? Ja, was sollen wir denn sonst damit machen? Also meine Meinung zu dem Thema kennt ihr ja. Nein, wir lassen den liegen, der Kellner wird sich freuen. Ja, trinkelt. Das stimmt. Ach, danke für den schönen Abend und die Einladung. Ja, klar, gerne. Ja, vielen Dank. Wo parkt ihr denn? Wir da vorne ein Stück die Straße runter. Ah, na gut, okay. Dann komm gut heim, ne? Ja, ihr auch. Ja, ihr auch. Ciao, Leute. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Sollen wir dich mit dem Taxi mitnehmen, Katha? Was? Nein, ich klinge jetzt noch eine Freundin an. Ich gehe jetzt noch nicht heim. Okay. Und du, Vince? Ich bin mit dem Rad da, aber danke. Schön, dass wir uns mal wiedergesehen haben. Ja, das fand ich auch. Also bis bald. Oh, da ist unser Taxi. Kommt gut heim. Tschüss. Tschüss. Ciao, ihr Schnarchnasen. Wir sehen uns auf der Insel. Und, wo steht dein Rad? Direkt da vorne. Aber geh du ruhig schon mal. Ich glaube, ich habe mein Handy drin liegen lassen. Soll ich dir etwas suchen helfen? Alles gut, danke. Okay, na dann, bis die Tage. Ja, ciao. Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht. Ich suche die junge Frau, die vorhin das Tablett hat fallen lassen. Sie ist bei unserem Tisch aufgetaucht und hat uns wortlos einen Umschlag mit einem 100-Euro-Schein hingelegt. Bitte, was? Ja, wahrscheinlich liegt er noch auf dem Tisch. Hier, sehen Sie. Merkwürdig.
Also, ich weiß nicht, was Ihre Kollegin hat, aber vielleicht sehen Sie zu, dass Sie ihr den Umschlag zurückgeben? Ich werde mich darum kümmern. Danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Passiert ihr sowas häufiger? Was? Ihrer Kollegin? Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ich weiß auch nicht, was heute mit ihr los war. Sie sah aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Na, wie auch immer. Ich hoffe, sie ist okay. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Und schönen Abend noch. Danke, Ihnen auch. Bitte nicht! Nein! Bitte nicht! Nein! Bleib stehen! Kai! Bitte nicht. Nein, tu das nicht. Nein! Kai kann man diese Krankheit leider noch nicht. Aber die Medikamente können dazu beitragen, dass ich... Mein Gott, warst du die ganze Nacht wach? Ja. Ich muss noch einen Podcast fertig schneiden. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Glas Wasser. Ich werde übrigens übers Wochenende verreisen. Ja? Wohin geht's? Auf die Insel. Mhm. Die Clique hat dort ein Ferienhaus und sie haben mich eingeladen, mitzukommen. Scheint ja eine erfolgreiche Reunion mit deinen Schulfreunden gewesen zu sein. Das sind nicht meine Freunde. Hä? Wieso fährst du da mit denen weg? Um eine alte Rechnung zu begleichen. Das war Folge 1 von Der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 2. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Warte! Bitte warte!
warte doch! Wenn ich diesen Song noch ein einziges Mal hören muss, dann werde ich auch offiziell wahnsinnig. Ich auch. Ich frage mich, wie die Babysitterin das erträgt. Vielleicht ist sie taub. Liebling? Hm? Glaubst du, wir haben einen Fehler gemacht? Was meinst du? Als wir Vincent eingeladen haben, uns auf die Insel zu begleiten. Quatsch, wieso? Findest du es nicht merkwürdig, dass er seit dem Abi nie wieder daheim war? Seine Eltern sind weggezogen. Er hatte nicht wirklich einen Grund. Er hat sich bei keinem Klassentreffen blicken lassen, bei keiner Hochzeit, hat sich anderthalb Jahrzehnte komplett von uns allen abgekapselt. Das war doch eine ganz bewusste Entscheidung, oder? Glaubst du, er hat die Insel gemieden wegen der Geschichte am alten Leuchtturm? Weswegen sonst? Ich frage mich, ob es richtig war, ihn einzuladen. Ach, Bianca, du machst dir zu viele Gedanken. Er hätte die Einladung ja auch ausschlagen können. Ich habe mich nur gefragt, ob es eine gute Idee von uns war, ihn so zu überrumpeln. Mach dir keine Gedanken, das ist alles ewig her. Ich bin mir sicher, Vince ist längst drüber weg. Außerdem hat er sich extra das Wochenende freigeschaufelt und das macht man doch nicht, wenn man eigentlich keine Lust hat. Ja, wahrscheinlich. Ich frage mich nur, ob er sich unter uns wohlfühlen wird. Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass er keine Kohle hat. Naja. Er wohnt mit Mitte 30 in der WG und sein Fortbewegungsmittel ist ein Fahrrad. Du bist ja lustig. Sollen wir ihn jetzt wieder ausladen, weil er arm ist? Frau Nielsen. Was sollen ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler denn davon halten? Oh, blöd, Mann. Na komm. Nee, darum geht's ja gar nicht. Ich finde, nur Sandra und Markus hätten mich fragen können, bevor sie Vincent ins Ferienhaus meines Kollegen einladen. Naja, eigentlich warst ja du diejenige, die ihn überhaupt erst angeschleppt hat. Ja, zu einem Dinner, aber nicht gleich zum kompletten Wochenende. Also, sollen wir ihm absagen? Nein, schon gut. Aber eines noch, Süße. Was denn? Naja, wegen der Handys. Ich muss. Wartet an, bitte. Jetzt fange ich schon wieder damit an. Ein einziges langes Wochenende ohne Handy muss doch mal machbar sein. Ich habe keine Lust, dass permanent alle auf ihren Smartphones rumscrollen. Alles, was ich will, ist ein bisschen Quality Time mit meinen besten Freunden, während da ausnahmsweise mal wirklich alle präsent sind. Wir können sie ja vielleicht kontingentieren. Das ist ein Geburtstagswunsch gewesen. Einmal im Jahr. Na, wahrscheinlich hat man da sowieso kein Internet. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Ich muss mich konzentrieren. Tell me why I never wanna hear you say. Das ist eine Qual. I want it that way. Oh Gott, ich hasse die Backstreet Boys. Ich hasse sie. Größe meiner Teenager-Jahre. Wirklich jetzt. Leute, oh Mann, bitte. Ich hab einfach nur keine Ahnung. Keine Ahnung, was ist das? Sag mal, wo sind wir eigentlich? In einer guten Stunde sind wir da. Immer noch eine Stunde, Mann. Ich habe das Gefühl, ich sitze schon den halben Tag in dieser Sardinenbüchse. Ja, nee, das liegt daran, dass Boris fährt wie eine 65-Jährige mit grauem Stahl. Ja, man fährt hier das Tempo 120. Ey, ja? Deswegen muss man sich ja nicht gleich dran halten. Ja, ich fahre bereits 130, ja. Du Genie. Wow, da lässt es ja jetzt mal richtig krachen hier. Die Schwanzvergleiche gehen mir langsam auf die Nerven. Okay. Nächstes Mal, ja, fahren wir mit zwei Autos. Ja, kann nicht mal. Ja, gerne. Wenn ich am Steuer sitze, dann wären wir längst da hier. Ja, was ist so? Ey, nur weil du für den Landtag kandidierst und als Miss Perfect dastehen willst, müssen wir leiden, oder was, ja? Als ob es einen Unterschied machen würde, ob wir mit einem oder mit zwei Autos fahren. Also, wie auch immer, zurück fahre ich. Ja, yes. Da bin ich aber gespannt. Ja, so sieht's aus. Ach, sag mal, müsst ihr eigentlich auch immer an die durchgedrehte Kellnerin denken? Nee, überhaupt nicht. Wieso das denn? Ja, keine Ahnung, irgendwie geht die mir nicht aus dem Kopf. Ich fand die irgendwie unheimlich. Weiß jemand eigentlich, wann Vincent ankommt? Keine Ahnung, ich dachte, du hättest mit ihm gesprochen. Ja, ich weiß nur, dass er separat fahren und sich erst, also später auf den Weg machen wollte. Okay, hat er doch ein Auto? Ich dachte eigentlich, der wäre arm. Oh mein Gott, ja, ich wollte dir nichts sagen. Aber habt ihr gesehen, was der neulich anhatte? Das also, stimmt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Polyester für diesen Anzug sterben müssen. Kata! Was, hey, hat doch recht, ey. Sorry, aber einen anständigen Anzug kann sich ja wohl jeder leisten. Ich bin umgeben von Snurf. Das sagt der Mann, der unbedingt noch seinen Golfschläger in den Kofferraum quetschen muss. Das ist ja wohl Grundausstattung. Nein.
Echt ganz nett, die Hütte. Aber ein bisschen weit weg vom Wasser, wenn du mich fragst. Findest du? Ja. Na, ganz im Ernst, sollte ein Strandhaus nicht direkt am Strand stehen? Das hier ist eher zweite Reihe, oder? Manchmal gehst du mir wirklich wahnsinnig auf den Sack. Ey, was ist denn jetzt los? Wirst du auf deine alten Tage empfindlich, oder was? Alter, dann halt doch einfach mal das Maul. Oh, ja, bist du jetzt etwa beleidigt, weil ich deinen Fahrstil kritisiert habe? Ich frage mich einfach, warum du überhaupt mitkommst, wenn du überhaupt keinen Bock hast auf irgendwas hier. Hä, was soll denn das jetzt? Wie kommst du darauf, dass ich keinen Bock habe? Mann, ein langes Wochenende mit meinem besten Freund. Ah, bin ich das, ja? Ja. Manche Dinge schweißen einfach zusammen, oder? Hör mir auf. Boris! Hey, du hast es geschafft. Cool. Moin, moin. Wow, ist das schön hier. Vince, da bist du ja. Ist toll, oder? Wahnsinn. Wem hast du noch gleich gesagt, gehört diese Villa? Das gehört einem Kollegen. Ich habe mir eindeutig einen falschen Beruf ausgesucht. Na komm, Schreiberlinge muss es auch geben. Schön, dass du da bist, Vince. Die anderen sind schon auf ihren Zimmern. Jo, Vince. Hallo. Hey, ich gehe an den Strand. Kommt irgendjemand von euch mit? Später. Ich zeig dir erstmal dein Zimmer, okay? Danke. Bruderherz? Oh nein. Was ist denn los? Wenn du mich so nennst, bin ich automatisch alarmiert. Ich muss dich was fragen. Ich weiß nicht. Weißt du, manchmal frage ich mich, Markus ist doch oft so ein Arschloch zu dir. Und ich frage mich, wieso machst du das eigentlich mit? Ich dachte, du magst Markus. Also an meinem Männergeschmack sollte sich wirklich niemand orientieren. Da ist was dran. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass es ihm Spaß macht, dich vorzuführen. Gut, er hat ein schlechtes Gespür dafür, was witzig ist und was nicht. Aber im Grunde ist er ein guter Kerl. Ja, ich weiß. Und, ist es nett? Ganz ehrlich, es ist unglaublich. Wir haben sogar einen Privatstrand. Nicht schlecht. Und wie geht's dir sonst so? Wirklich gut. Ist es nicht seltsam, nach all der Zeit wieder zurück zu sein? Ein bisschen schon. Es gibt da ein paar Dinge, die ich seit meiner Schulzeit mit mir rumschleppe. Ah, du meinst, Es wird Zeit, damit abzuschließen. Als Teenager war ich nicht dazu in der Lage. Ich war bloß der kleine Nerd, der unbedingt zu dieser coolen Clique dazugehören wollte. Und jetzt bin ich erwachsen und ich sehe, dass die Leute, die ich damals so toll fand, genau das sind. Einfach nur Leute. Mit Problemen und Unsicherheiten wie wir alle. Weißt du, Bianca ist super, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie besonders glücklich ist. Ja? Nur so ein Gefühl. Markus wird langsam fett und sieht jetzt schon so aus wie sein eigener Vater. Katharina will immer noch Popstar werden, als wäre sie immer noch 17 und nicht Ende 20. Und Sandra fährt immer noch die gleiche Masche wie früher. Niedlich und ahnungslos zu tun ist schon beim Teenager albern, aber bei einer erwachsenen Frau ist es mir noch peinlich. Oh, ich bin mir sicher, die hat noch keinen Tag in ihrem Leben gearbeitet. Hat sie anscheinend nicht nötig. Und Boris? Was ist mit dem? Naja, wie ist es mit ihm? War er nicht früher dein bester Freund? Lange her. Du brauchst dir jedenfalls keine Sorgen zu machen. Bevor ich hergekommen bin, da hatte ich irgendwie Angst, dass ich wieder zu dem kleinen, ängstlichen Teenager werden könnte, der ich früher war. Aber diesen unsicheren kleinen Jungen, den gibt's nicht mehr. Ich bin okay. Und ich bin froh, dass ich hergekommen bin. Bist du denn schon weitergekommen mit deiner Sache? Noch nicht. Bitte pass auf dich auf, okay? Du auch. Ciao. Hey. Darf ich reinkommen? Klar. Was gibt's? Ich habe gehört, dass du telefoniert hast. Also ich habe nicht gelauscht oder so. Ich dachte nur, also wenn du schon telefonieren musst, dann solltest du es vielleicht nicht so offensichtlich tun. Ich verstehe nicht. Hat Bianca dir gar nichts von ihrer Keine-Handys-Policy erzählt? Nein. Ach so. Also der Deal bei dieser Reise war, dass wir alle unsere Handys daheim lassen und ausnahmsweise mal völlig da sind. Hat Bianca sich zum Geburtstag gewünscht. Na, du weißt schon, weil sonst immer irgendwer am Handy hängt. Okay. Ich meine, wenn sie es vergessen hat, dir das zu sagen, dann ist es natürlich nicht deine Schuld. Aber es ist voll die große Sache für sie, weißt du? Verstehe. Eigentlich eine schöne Idee. Weißt du was? Ich bin dabei. Lass mich nur schnell meiner Mitbewohnerin Bescheid sagen, damit sie sich nicht wundert, wenn ich nicht mehr reagiere.
Dann kannst du mein Handy haben. Ach, mach's doch einfach aus. Nein, nein, nein. Du nimmst es und verwahrst es für mich. Ich bin zu informationssüchtig, um sonst 4 Tage ohne mein Smartphone auszukommen. Okay. War's auch schon mal leichter. Nein, nee, nicht. Oh. Nein, 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 nein. Hey, was denn? Was denn? Ja, wusstest du doch, was kommt? Jetzt wollte ich gerade fragen, ob ich ein Foto von Mani sehen kann, aber ihr habt ja eure Handys nicht dabei. Ja, doch, ich habe ein paar Fotos im Portemonnaie. Oh, wie oldschool. Ja, oder? Hier. Wow. Oh, ist sie süß. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist 5. Und macht wahrscheinlich gerade ihre Großeltern wahnsinnig. Respekt, dass ihr nicht die ganze Zeit am Handy hängt, um zu checken, ob alles okay ist. Solche Eltern machen mich fertig. Ah, normalerweise sind wir genau diese Art Eltern. Aber ich versuche, ein bisschen entspannter zu werden. Und wenn wirklich mal was ist, können meine Eltern uns ja immer noch übers Festnetz erreichen. Wir waren doch gar nicht im Wasser? Dabei ist es traumhaft. Janke hat mir gerade Fotos von Mani gezeigt. Ah, geh ruhig. Ich wollte eh noch ein bisschen lesen. Gern geschehen. Was? Ach so, ich dachte, ich hätte dich gerade gerettet. Wovor? Vor dem 3-stündigen Dia-Vortrag über das Elternglück. Also mich macht es wahnsinnig, dass Eltern keine anderen Themen mehr kennen als ihre Kinder. Geht dir das nicht auch so? Kommt immer auf die Eltern an. Immer wenn mein Herz nach dir ruft und das Chaos ausbricht in mir drin, befehle ich meiner Armee, alles zu tun, um es wieder zum Schweigen zu bringen, bis es geknebelt, gebrochen ist und weggesperrt und mir endlich gehorcht. Mein Name ist Herz. Wow. Hey. Wahnsinn, Katja. Ich hatte keine Ahnung, wie gut du bist. Ja, fantastisch. Jedes Mal aufs Neue. Entschuldigt mich, ich brauche frische Luft. Oh, sorry, was hat die denn jetzt schon wieder? Ja. Kannst du mal nach ihr schauen? Nee, wozu denn? Ihr wisst ja, wie die ist. Charmant wie immer. Also, ich hole mir noch ein Bier. Sonst noch jemand? Ich komm mit. Boah, ich könnte nicht noch ein Bier. Komm, wir brauchen uns einen, oder? Okay, ja, aber mach du, ich kann nicht brauchen. Was hast du? Hast du Graspapier? Ja, ich hab was. Ist Sandra okay? Ah, das ist manchmal nicht so einfach. Was ist denn los? Sandra versucht schon seit einigen Jahren, schwanger zu werden und es klappt einfach nicht. Das ist auch der Grund, warum wir Mani nicht mitgebracht haben. Sandra ist aktuell ein bisschen empfindlich. Sie mag aggressiv wirken, aber eigentlich ist sie traurig. Verstehe. Nee, tust du nicht. Aber ist auch egal. Ich möchte nur ein einziges Mal ein ruhiges, entspanntes, dramafreies Wochenende verbringen. Ich hätte eine halbe Stunde gebraucht und eine Anleitung auf YouTube. Ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich so ein... Igitt! Riecht es hier nach Gras? Ja, willst du mal ziehen? Nee, ganz bestimmt nicht. Winnst du? Nein, danke, ich rauche seit Jahren nicht mehr. Aha. Und was machst du so zur Entspannung? Vince ist Sportler. Ah, okay, im Ernst. Sag mal, hast du dich nicht immer regelmäßig vom Sportunterricht gedrückt? Das ist 15 Jahre her. Aha. Und? Was hast du gemacht die letzten 15 Jahre? Ach, nun verhör ihn doch nicht so. Lass doch mal. Ja, ich bin nur neugierig. Und der Vince hat sich 15 Jahre lang nicht blicken lassen. Da wird man doch nochmal fragen dürfen. Gib mir auch mal Boris, bitte. Okay, cool. Wusstest du, dass du sowas wie das Phantom unseres Jahrgangs warst? Wir haben uns bei jedem Klassentreffen da... Wir haben uns bei jedem Klassentreffen das Maul darüber zerrissen, was du wohl machst. Markus. Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr euch zu Schulzeiten sonderlich für mich interessiert hättet. Ja, es mag sein, aber du warst der Einzige, der nach dem Abi spurlos verschwunden ist.
Willst du mir ernsthaft erzählen, dass ich der Einzige war, der keinen Bock auf Klassentreffen hatte? Nee, das nicht, aber... Also du warst jetzt der Einzige, über den praktisch nichts rauszufinden war. Hör mal auf. Oh, Leute. Ja, stimmt, ja, ist ja gut. Das Zeug haut rein. Viele haben die Einladung natürlich immer ignoriert, aber die haben wenigstens noch die Eltern auf der Insel wohnen. Da trifft man sich hin und wieder mal oder kriegt was mit, was abgeht. Und von den anderen, da gibt es dann Facebook-Einträge oder sonst was. Kannst du googeln. Das kann man auch googeln. Das ist nicht so, als würde ich für den Geheimdienst arbeiten. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also, warum hast du dich bei keinem von uns gemeldet? Du weißt genau, warum. Ich bin müde. Ich gehe ins Bett. Nacht. Ja. Schlaf gut. Nacht. Oh, entschuldige, ich dachte, das Bad sei frei. Ach, ich habe vergessen abzuschließen. Alles klar bei dir? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir gerade die Zähne geputzt und aus dem Fenster geschaut und da war es so, als hätte sich draußen irgendwas bewegt. Wie meinst du das? Na so, als würde jemand ums Haus schleichen. Vielleicht eine Katze? Ja, wahrscheinlich. Kann ich mich jetzt fertig machen? Ja, klar. Ach, Vince? Hm? Ich finde es super, dass du mitgekommen bist. Ich habe all die Jahre gehofft, dass ich dich irgendwann wiedersehe und dir sagen kann, wie leid es mir tut, was damals passiert ist. Am Leuchtturm. Und danach, ich... Hm. Schon okay. Nein. Nein, es war nicht okay. Es tut mir leid, Vince. Ich war unfassbar dumm damals. Das waren wir alle. Heute schäme ich mich dafür. Es tut mir leid. Sandra? Danke. Hm? Hey, was ist das? Boris, was ist das? Die Alarmanlage? Oh Mann. Ich gehe nachsehen und schalte sie aus. Wie, weißt du denn überhaupt, wo die ist? Ich mach das schon. Wart mal auf mich. Oh, shit, ey, weiß jemand, wie das ausgeht? Ich wollte gerade nachsehen. Ja, meine Eltern haben auch so ein Ding. Ich gehe zur Haustür und kümmere mich drum. Geht wieder schlafen. Oh, ich habe vorhin schon zu Vince gesagt, dass jemand ums Haus schleicht. Mir war so, als hätte ich jemanden gesehen. Ach Quatsch, ey, das ist garantiert ein Fehlalarm. Mann, das passiert doch ständig. Oh, ich werde wahnsinnig. Ey, sorry, aber was ist denn das für ein grauenhafter Lärm? Ja. Alarmanlage. Vincent sucht gerade den Schalter. Oh ja, bitte schnell. Oh, endlich. Ich gehe wieder schlafen. Gott, was ein Geräusch. Bis morgen, Leute. Ich auch. Wo bleibt denn Vince? Vince, alles klar bei dir? Leute? Ja, was ist? Ja? Das war kein Fehlalarm. Hä? Erinnert ihr euch noch an die Kellnerin aus dem Restaurant? Wer? Ja. Die mit dem 100-Euro-Schein. Ja, klar. Hä? Ach, klar, natürlich. Sie war das. Sie war was? Sie hat den Alarm ausgelöst. Die ist hier? Das war Folge 2 von Der Abgrund. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion Der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da. Auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück, Regieassistenz Anne Abendroth,
Musik: Michał Krajcik. Aufnahme und Mischung: audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 3. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion: Der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Vince, sagst du mal bitte was? Entschuldige, ich glaube, ich bin noch nicht ganz wach. Nee, die verrückte Kellnerin aus Hamburg steht hier vor der Tür. Willst du uns verarschen? Sieh doch selbst nach, wenn du mir nicht glaubst. Bibi, echt jetzt? Die mit dem 100 Euro schon? Ja, genau die. Oh Gott, ist das unheimlich. Hast du die Frau ins Haus gelassen? Was will sie denn? Nein, natürlich habe ich sie nicht ins... Sie steht draußen vor der Tür oder ist weggegangen, keine Ahnung. Ich habe sie nicht gefragt, was sie will. Wieso das denn nicht? Machst du Witze? Die hat mich fast zu Tode erschreckt. Ich dachte, vielleicht hat eine Katze den Alarm ausgelöst oder irgendein anderes Tier. Und plötzlich steht diese Frau vor mir und starrt mich an. Alter. Ich fass es nicht. Ist das krass. Meint ihr, die hat uns verfolgt? Nein, Mann, Quatsch. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen nachsehen. Sollen wir nicht einfach wieder ins Bett gehen? Ich meine, zu uns rein kann sie ja nicht, oder? Ich wüsste gerne, was sie will. Vielleicht braucht sie auch Hilfe. Bianca hat recht. Hey, nee, jetzt bitte, wartet mal ganz kurz. Was ist denn? Ja, was ist denn, wenn die gefährlich ist? Ja. Seit wann bist du so ein Schisser? Die Frau ist einen halben Kopf kleiner als ich und wiegt kaum mehr als ein Chihuahua. Falls sie dir was tun will, ich verspreche dir, ich beschütze dich, Markus, okay? Hey, jetzt hör mal auf, woher wollt ihr denn wissen, dass sie nicht bewaffnet ist? Markus hat recht. Ja. Ich meine, wenn es stimmt, was Vince sagt und dass wirklich diese seltsame Kellnerin aus dem Restaurant in Hamburg ist, dann... Also ich weiß nicht, findet ihr das nicht auch merkwürdig, dass sie uns gefolgt ist? Ja, genau. Was schlägst du vor? Sollen wir die Polizei rufen? Keine Ahnung, Mann, ich... Nein, natürlich nicht. Ja, doch, warum eigentlich nicht? Also, wenn jemand ums Haus schleicht, ja? Ist es nicht verboten? Ja, aber was auf jeden Fall verboten ist, ist unterlassene Hilfeleistung. Und bis wir nicht mit der Frau gesprochen haben, können wir uns kein Bild von der Situation machen. Okay, okay. Also los. Okay. Ich meine, vielleicht ist sie ja auch schon gar nicht mehr da. Kann doch sein. Das werden wir gleich wissen. Sei vorsichtig, Vince. Ach, Scheiße. Oh, das gibt's doch nicht. Können wir Ihnen helfen? Geht es Ihnen nicht gut? Brauchen Sie Hilfe? Vielleicht spricht sie kein Deutsch. Can we help you, miss? Are you all right? Vielleicht ist sie taub. Ja, aber dann müsste sie doch trotzdem auf uns reagieren. Ich meine, nicht nur so dastehen und uns so anstarren. Kommen Sie doch erstmal herein. Ach, spinnst du? Nein, nicht in diesem Ton, ja. Ich meine ja nur, wir haben keine Ahnung, was ich will. Soweit wir wissen, wollte sie hier einbrechen. So eine Alarmanlage springt doch nicht von alleine an und jetzt willst du sie auch noch freiwillig ins Haus lassen. Meinst du nicht, dass eine Einbrecherin abgehauen wäre, statt hier geduldig zu warten, bis wir in die Tür kommen? Ja, da ist schon was dran. So, was hat die da eigentlich in der Hand? Das sieht aus wie ein Briefumschlag. Was haben Sie denn da? Oh. Oh, was, anscheinend was? Mag sie dich, Bruder, jetzt. Was ist das, Boris? Ein Briefumschlag. Oh. Immer noch. Ja, aber was ist da drin? Na los, schau nach. Ja, ich weiß nicht. Ja, gib schon her. 100 Euro. Was? Schon wieder? Oh, was ist jetzt? Zeig mal her. Ey, jetzt hör auf, gib's ihr zurück, Boris. Mann, ey. Ja. Hallo? Verstehen Sie mich? Ja. Das ist Ihr Geld, ich will das nicht, ja? Die reagiert überhaupt nicht. Ja, Mann, die Frau ist verrückt, die ist geisteskrank. Ja, wahrscheinlich. Kommen Sie rein, wir wollen nicht weiter an der Tür herumstehen. Was? Es ist kalt. Die Frau ist offensichtlich verwirrt. Willst du sie wirklich sich selbst überlassen? Bianca hat schon recht. Na, kommen Sie rein. Wir tun Ihnen nichts. Ich auch so, Mann.
Hier, setzen Sie sich doch. Hier auf die Couch, ja? Ja, das ist gut so. Okay. Super. Und jetzt? Können Sie mich verstehen? Sind Sie in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe? Sollen wir einen Arzt verständigen? Ich bin Arzt, du Held. Sie sieht nicht aus, als bräuchte sie einen Orthopäden. Warum verfolgen Sie uns? Wie haben Sie uns gefunden? Sandra. Ja, was denn? Denkst du, es ist ein Zufall, dass sie hier auftaucht? Nach der Sache im Restaurant? Und uns wieder einen 100-Euro-Schein andrehen will? Nein, glaube ich nicht. Ja, na also. Ich will jetzt wissen, was das ganze Theater soll. Sandra, du siehst doch, dass die Frau verwirrt ist. Wenn sie so verwirrt ist, wie du sagst, ja? Wie hat sie uns dann gefunden? Und woher weiß sie überhaupt, wer wir sind? Und dass wir hier sind? Ich meine, wie ist sie überhaupt hierher gekommen? Hä? Seht ihr irgendwo ein Auto? Na, vielleicht hat sie weiter weggeparkt. Ja, das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es total merkwürdig ist, dass sie einfach so hier auftaucht. Da ist natürlich was dran. Aber ich glaube nicht, dass wir weiterkommen, indem wir versuchen, sie zu verhören. Ja, das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von uns? Das bringt doch alles nichts. Vielleicht könnte irgendjemand der Frau ein Glas Wasser holen aus der Küche. Was? Noch was? Mama, mach dir keine Mühe. Ich geh schon. Ja, ich komm mit. Okay, sag es mir. Was? Stell dich nicht blöd. Du solltest langsam wissen, dass ich nicht so dumm und gutgläubig bin, wie ihr alle glaubt. Schatz. Komm mir nicht so. Was ist denn jetzt bloß in dich gefahren? Drehst du jetzt total durch? Willst du mir ernsthaft erzählen, dass du die Frau da draußen nicht kennst? Ey, was soll das denn? Du hältst mich wirklich für total bescheuert, oder? Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, worauf du anspielst. Okay, ich gebe zu, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es geschnallt habe. Aber nur weil du bisher Blondinen bevorzugt hast und mir nicht ganz klar war, dass du nun zu exotischen Schönheiten gewechselt bist. Aber es gibt für alles ein erstes Mal, oder nicht? Moment mal. Du denkst ernsthaft, ich hab was mit dieser Kellnerin. Stimmt es denn nicht? Natürlich nicht. Und das soll ich dir glauben? Ey, jetzt beruhige dich doch mal. Die anderen hören uns noch. Seit wann interessiert es dich denn, was andere denken? Und versuch nicht, mich abzulenken. Du verrennst dich da in was. Ach ja? Und was war das letztes Jahr? Hab ich mich da auch in was verrannt? Nee, das war... Das war ein einmaliger Ausrutscher. Und das soll ich glauben. Wir sitzen in einem Restaurant. Diese Tussi sieht dich mit mir und lässt bei diesem Anblick ein voll beladenes Tablett fallen. Und kurz darauf taucht sie hier auf. Und das soll ein Zufall sein? Pass auf, Sandra. Mann, ich schwöre dir, ich habe keine Affäre mit dieser Frau. Überleg doch mal, warum sollte meine vermeintliche Geliebte hier auftauchen? Was hätte die denn davon? Keine Ahnung. Was weiß denn ich? Vielleicht wolltest du die Affäre beenden und nun hat sie sich entschieden, dich vor deiner Frau bloßzustellen. Ach, und warum sagt sie dann nichts? Liebes, pass mal auf, ich verstehe dich wirklich. Mann, ich habe mich letztes Jahr wie ein Vollidiot benommen und ich weiß, dass ich mir dein Vertrauen erst wieder erarbeiten muss. Aber zwischen mir und dieser Frau ist nichts. Beweise es. Mann, ich weiß nicht, wie ich dir das beweisen soll. Überleg doch mal. Pass auf. Jetzt nur mal, wenn ich wirklich eine Affäre mit dieser Frau hätte, ja, dann wüsste ich doch zumindest, was sie beruflich macht, oder? Ich meine, ganz im Ernst, glaubst du, ich würde mit meiner Frau und meinen engsten Freunden ausgerechnet in das Restaurant gehen, in dem sie arbeitet? Und ihr dann auch noch verraten, wo ich einen Wochenendurlaub verbringe? Das macht doch alles keinen Sinn. Schatz. Ich glaube dir. Oh, yes. Aber wenn du es nicht bist. Wenn ich was jetzt nicht bin? Ich bleib dabei. Diese Frau ist nicht zufällig hier. Sie will was von uns. Ja. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Und wenn du sie auch nicht kennst, dann muss sie einer der anderen kennen. Boah, ey, woher willst du wissen, dass das nicht einfach eine verrückte Stalkerin ist, die sich aus irgendeinem merkwürdigen Grund jetzt auf uns fixiert hat? Ich weiß es nicht. Es ist nur so ein Gefühl. Da seid ihr ja endlich. Alles klar bei euch? Ja. Bestens. Und hier? Irgendwelche Fortschritte? Nein, nichts. Trinken Sie einen Schluck.
Sie reagiert auf gar nichts. Also ich finde immer noch, wir sollten die Polizei rufen. Absolut, das finde ich auch. Ich finde das total übertrieben. Was? Wer entscheidet das denn jetzt? Du, Leute, oder was? Lass uns nicht streiten. Ich habe auch keine Lust, mich zu streiten. Aber es ist 3:30 Uhr morgens, ja, und wir kommen hier absolut kein Stück weiter. Genau. Und gerade weil es 3:30 Uhr morgens oder sogar gleich 4 Uhr morgens ist, habe ich keine Lust, jetzt noch eine Stunde auf die Polizei zu warten und denen dann noch haarklein von dem ganzen Quatsch hier erzählen zu müssen. Ja, das dauert doch alles ewig. Ja, finde ich auch. Boss hat absolut recht. Nehmen Sie Ihre 100 Euro und jetzt verschwinden Sie bitte hier. Markus. Nein, was also denn? Also ich werde diese offensichtlich verwirrte Frau nicht mitten in der Nacht aus dem Haus werfen. Ja, hast du eine bessere Idee? Ja, lasst uns die Polizei rufen. Sollen die sich um Sie kümmern? Also, wer ist dafür? Ich bin dafür. Ja, ich auch. Ich auch. Boris, Markus, was sagt ihr? Ich find's übertrieben. Ja. Markus? Markus. Ach ey, macht doch, was ihr wollt. Wenn ihr euch lächerlich machen wollt, bitte. Okay. Verdammt. Was ist los? Ich glaube, das Telefon funktioniert nicht. Was? Lass mal sehen. Hier. Scheiße. Oh, stimmt, ist tot. Das gibt's doch wohl nicht, ey. Dieses Haus ist ausgerüstet wie ein Luxushotel, aber es hat kein funktionierendes Telefon? Ey, das hätte dein Kollege uns ruhig mal sagen Na, können, ich oder? Ich verstehe das gar nicht. Ich habe doch vorhin noch mit meinen Eltern und mit Mani telefoniert. Das kann nicht sein. Leute, wir haben alle unsere Handys daheim gelassen. Das Festnetz ist tot. Das ist jetzt wie in einem Horrorfilm. Oh, das mit den Handys, das war eine bescheuerte Idee, echt. Was wäre denn, wenn da jetzt ein echter Notfall wäre, hm? Was würde man dann machen? Ja, ich habe mein Handy dabei. Im Ernst? Ja, ich wusste auch nichts von deinem Handyverbot. Yes. Davon habe ich erst erfahren, als ich längst hier war. Ich habe Boris mein Handy gegeben. Ach, klar, scheiße, stimmt. Ich habe es in den Sekretär gelegt. Den hier? Okay. Ja, genau. Da, linke Schublade. Die ist leer. Die sind beide leer. Hä? Lass mal sehen. Sag mal, das gibt's doch. Vielleicht wolltest du es erst in den Sekretär legen und hast es dann woanders hingelegt. Nein, ich hab's genau in diese Schublade gelegt, definitiv. Okay, wer auch immer es sich genommen hat, jetzt ist der Zeitpunkt, es zurückzugeben. Ey, was gucken ihr mich jetzt so an? Ich hab das Handy nicht genommen. Ich hab's echt auch nicht genommen. Das finde ich überhaupt nicht komisch. Hat schon mal jemand in ihre Tasche geschaut? Also komm, sie wird Vincents Handy bestimmt nicht haben. Ja, aber vielleicht ein eigenes, du Dummi. Ja. Wir können doch nicht einfach ihre Sachen durchwühlen. Ach, sorry, die kriegt doch sowieso nichts mehr mit. Entschuldigen Sie, ist es okay, wenn ich kurz in ihre Tasche schaue? Ach, danke. Also hier ist nichts, nur ein Schlüsselbund. Kein Handy? Kein Handy, kein Portemonnaie, nichts. Scheiße, und jetzt? Okay, jetzt haben wir genau 2 Möglichkeiten. Entweder wir setzen die Frau vor die Tür oder wir lassen sie hier übernachten. Oder wir fahren sie in die Stadt zu einem Arzt. Also ich kann echt nicht mehr fahren, du etwa? Nein. Ey, hier, steck erstmal den Umschlag mit dem Geld wieder in ihre Tasche. Nicht, dass der nachher hier noch liegen bleibt. Ey Leute, ich glaube, ich hab's. Das Geld ist wahrscheinlich verflucht. Dass du das hier immer noch witzig finden kannst, ey, das ist mir schleierhaft. Ich hab so langsam die Nase voll. Ihr habt echt keinen Humor. Okay, wir sind alle müde. Ja. Geht ihr einfach schlafen, okay. Ja? Ich bleib noch ein bisschen bei der Frau. Ach Mann, Bianca. Ja. Ich bleibe auch hier, ja. Ich lasse dich nicht mit ihr alleine. Leute. Was ist denn? Hast du was gefunden? Ja, sorry, ich habe das vorhin, als ich den Umschlag geöffnet habe, nicht gleich gesehen. Ich dachte, da steckt nur der 100er drin, aber hier ist noch ein kleiner Zettel. Was steht denn drauf? Das ist ja merkwürdig. Das war Folge 3 von Der Abgrund. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion Der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com.
Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 4. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion Der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Hier steht, nichts ist vergessen. Ist dieser Zettel für uns? Was meinen Sie damit? Was wollen Sie uns damit sagen? Hm? Was ist nicht vergessen? Hey, können Sie mich verstehen? Mein Gott, jetzt lass sie doch mal. Ist doch offensichtlich, dass sie nicht reden kann oder will. Markus hat völlig recht. Es hat keinen Sinn. Ja, dann lass uns endlich die Polizei rufen. Ja, bitte. Das mit dem Zettel gefällt mir nicht. Ich finde eher, wir sollten einen Krankenwagen rufen, dass sie auf nichts reagiert. Ist doch nicht normal. Oder Markus, kannst du sie dir mal angucken? Den Teufel werde ich tun? Ey, ich bin Orthopäde, kein Psychiater oder Neurologe. Dann rufen wir jetzt einen Krankenwagen. So geht's ja nicht weiter. Hast du schon vergessen, dass wir kein Telefon haben? Nein, habe ich nicht vergessen. Aber Vincents Handy muss doch irgendwo sein. Echt geil, Boris, dass du das einzige Telefon im Haus irgendwo verlegt hast. Hey, Katha, ich hab's nicht verlegt. Ich hab's in die Schublade da reingelegt. Die Schalten helft uns lieber suchen. Ist doch wahr. Habt ihr was gefunden? Nein, nichts. Also Leute, sorry, aber mir reicht's. Ich bin zu betrunken und zu müde, um mir die ganze Scheiße hier weiter anzutun. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, genau. Geh du ruhig schlafen und überlass es den anderen, sich um alles zu kümmern. Oh, bitte. Unglaublich, ey. Ey, sorry, aber ich lass mir jetzt von dir echt kein schlechtes Gewissen einreden. Wir müssen hier nicht zu sechst um diese Irre rumschwirren, die eh nicht mit uns redet. Also gute Nacht jetzt. Mit einem hat Katharina recht. Die Frau wird nicht mit uns sprechen. Ach, die kann wahrscheinlich gar nicht sprechen. Ja, vielleicht ist sie auf irgendwelchen Drogen. Na, warte mal. Nee, zumindest ihre Pupillen sehen völlig normal aus. Ich glaube, sie will einfach nicht mit uns reden. Warum sollte sie das tun? Hierher kommen, zu uns, um uns dann anzuschweigen? Ich meine, überleg doch mal. Sie kommt aus Hamburg. Das ist nicht direkt um die Ecke. Und dieses Haus hier muss man auch erstmal finden. Ich glaube immer noch, dass das einfach ein merkwürdiger Zufall ist. Also ich schlage vor, wir richten der Frau ein Zimmer her und bringen sie morgen früh ins Krankenhaus, sobald wir wieder annähernd fahrtüchtig sind. Du willst sie hier übernachten lassen? Na, wir setzen sie bestimmt nicht vor die Tür. Ja, natürlich nicht. Du hast recht. Das kleine Zimmer neben dem von Vince ist noch frei. Ich beziehe ein Bett und um alles Weitere kümmern wir uns dann morgen. Okay. Soll ich dir irgendwas helfen? Nee, ist alles gut. Geh schlafen. Sicher? Ja, ja. Okay, na dann. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Also geht ihr ruhig auch wieder ins Bett. Ich kümmere mich drum. Ich helfe dir. Ihr habt das im Griff? Ja, ja, na klar. Schatz, geh schlafen. Ich komme auch gleich dann. Wir haben Ihnen ein Bett fertig gemacht. Hm? Dort können Sie schlafen. Sie müssen müde sein. Kommen Sie. Sie rührt sich nicht. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir sie einfach hier sitzen lassen? Uns bleibt nichts anderes übrig, oder? Wir können sie schlecht zwingen, sich ins Bett zu legen. Hm. Geh schlafen. Ich leiste ihr noch ein bisschen Gesellschaft. Bist du sicher? Mhm. Geh nur. Vielleicht bekomme ich ja unter vier Augen was aus ihr raus. Ich hole mir noch ein Glas Wasser und dann probiere ich noch mal mein Glück. Na dann, viel Erfolg. Und gute Nacht. Nacht, Vince.
Vince, mein Gott, hast du mich erschreckt. War noch was? Entschuldige, aber ich... mir geht das nicht aus dem Kopf. Hast du eine Vermutung, was sie von uns wollen könnte? Wahrscheinlich ist es genau, wie Boris sagt, ein Zufall. Ziemlich krasser Zufall, oder? Kommt vor, häufiger als man denkt. Meine Großeltern haben sich als junge Leute in den Kriegswirren verloren und sich nach dem Krieg zufällig in Paris auf der Straße wieder getroffen. Ich bestreite ja nicht, dass es Zufälle gibt, aber es ist doch offensichtlich, dass die Frau uns ganz bewusst aufgesucht hat. Ich weiß nicht. Schon der Vorfall im Restaurant ging mir lange nicht aus dem Kopf. Sie hat das Tablett auch nicht zufällig fallen lassen. Irgendwas an uns hat sie erschreckt. Und dann kommt sie mit einem 100-Euro-Schein wieder. Wahrscheinlich mit dem gleichen Schein, der nun auch wieder in diesem Umschlag da steckt. Du meinst wirklich, sie hat uns hier absichtlich aufgesucht, um uns diesen 100er zu geben? Warum? Weil es nicht vergessen ist. Weil was nicht vergessen ist? Keine Ahnung. Du glaubst, einer von uns ist ihr schon mal begegnet? Ich weiß es nicht. Aber findest du diese Formulierung nicht auch, naja, irgendwie bedrohlich? Es ist nicht vergessen. Nein, eigentlich finde ich das nicht bedrohlich. Schon gar nicht in Kombination mit dem Geldschein. Für mich klingt das, als wolle sich jemand bedanken oder etwas zurückzahlen. Eine entstandene Schuld abtragen oder so. Aber bestimmt bezieht sich das alles eh nicht auf uns. Was macht dich da so sicher? Die Tatsache, dass ich hier in diesem Haus mit meinem Mann, seiner Schwester und einigen sehr engen Freunden bin. Wenn irgendeiner von diesen Menschen diese Frau kennen würde, dann hätte er es gesagt, statt die Klappe zu halten und uns rätseln zu lassen. Es sei denn... Was? Glaubst du, dass es ein schlechter Scherz ist? Von wem? Ich weiß nicht. Der Einzige hier, der gerne andere in die Pfanne haut, ist Markus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwas mit der Geschichte zu tun hat. Und das hier fühlt sich auch nicht an wie ein Streich. Ich meine, das Ganze ist nicht wirklich lustig, oder? Nein, ist es nicht. Und die Einzige, die sich von dem Ganzen verstört zeigt, ist Sandra. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus sie absichtlich erschrecken würde. Ich habe ein ungutes Gefühl. Das liegt daran, dass du völlig übermüdet bist. Geh schlafen. Bist du denn nicht müde? Ich bin Mutter eines kleinen Kindes. Ich bin immer müde. Liegt dir denn sonst noch was auf der Seele? Wenn du mich so fragst, ich muss, seit ich zurück auf der Insel bin, ständig an Kai denken. Oh, Vince, das tut mir so leid. Du weißt es, oder? Was weiß ich? Wer es war. Ich verstehe dich nicht, wer was war. Wer ihn auf dem Gewissen hat. Was? Ah, du redest Unsinn, niemand hat ihn auf dem Gewissen, auch du nicht. Du musst aufhören, dir Vorwürfe zu machen. Gute Nacht, Bianca. Sie haben sich keinen Millimeter bewegt, was? Ich frage mich, ob Sie mich verstehen. Sie sprechen auf jeden Fall Deutsch. Sonst hätten Sie wohl kaum einen Job in einem solchen Restaurant gefunden. Wo kommen Sie her? Äthiopien? Hat Ihnen jemand etwas getan? Sie sehen nicht so aus, als hätten Sie Angst. Und Sie wirken auch nicht weggetreten. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann können Sie es mir sagen. Sie können mir vertrauen. Also gut, ich gehe jetzt schlafen. Wenn Sie hierbleiben möchten, steht Ihnen das frei. Ein Bett ist für Sie bezogen. Soll ich es Ihnen zeigen? Na, das finden Sie auch selbst. Durch den Flur, die erste Tür links. Gute Nacht. Was war das? Markus? Schatz? Oh, was ist denn der verdammte Lichtschalter? Mein Gott, hast du mich erschreckt. Ey, tu mich aber... Sorry. Ich war gerade nur kurz auf dem Klo. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, ist dir schlecht? Du siehst so blass aus. Nee, ist alles gut. Was ist denn los, Schatz? Ich bin nur... Ja... Ach, komm mal her.
Ich bin auf dem Weg zur Toilette, bin ich am Wohnzimmer vorbeigekommen, ey. Und? Naja, die ist immer noch da. Die sitzt genau so da wie vorhin. Weißt du, starr wie eine verdammte Salzsäule, oh, alleine auf der Couch im Wohnzimmer. Oh Gott, das ist ja unheimlich. Ja. Was machst du? Ja, was denkst du denn? Ich schließe uns ein. Ey, komm, Süße, ich kann dir nichts tun, ich beschütze dich ja. Außerdem wissen wir doch inzwischen, dass sie nicht bewaffnet ist. Ja, na und? Meinst du, in der Küche gibt es keine scharfen Messer oder dergleichen? Naja, nee, wenn du mich so fragst, in diesem Haus gibt es sogar Schusswaffen. Bitte was? Ja, der Typ, dem das Haus gehört, ist Sportschütze, der hat einen Waffenschrank im Keller. Woher weißt du das? Ich habe mich halt ein bisschen umgesehen. Aber keine Sorge, das garantiert abgeschlossen. Sicher? Ja, jetzt mach dir mal keine Sorgen, Schatzi, gute Nacht. Ja, toll. Als ob ich jetzt noch schlafen könnte. Jetzt versuch's doch wenigstens mal. Oder, meine Süße, sollen wir die Zeit vielleicht ein bisschen nutzen? Oh, lass mich. Danach ist mir jetzt gerade absolut nicht. Ja, Entschuldigung. Gute Nacht, meine Süße. Gute Nacht. Hey! Nein! Nicht auf den Leuchtturm! Das ist gefährlich! Du darfst nicht! Hey! Na verdammt, was war das? Ach, Mensch. Ach, wo ist das Licht? Hallo? Hallo? Ach, ich kann doch nicht der Einzige sein, der das gehört hat. Was ist denn mit den Bewegungsmeldern los? Ach, verdammter Mist. Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Wer ist denn da? Der ist doch wer? Hey, Vince. Boris? Was machst du hier draußen? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich habe einen Schrei gehört. Was? Ja, hast du denn nichts gehört? Nein, Mann. Das musst du geträumt haben. Was machst du denn dann hier? Ich war eine Rauchen. Um diese Zeit? Ja. Bianca denkt, ich hätte es aufgegeben. Verpfeif mich nicht, okay? Nein, natürlich nicht. Was riecht denn hier so gut? Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, wo kommt ihr denn her? Wart ihr wirklich schon joggen so früh? Mhm. Ich habe Frühstück gemacht. Ah, du bist nicht umsonst meine Lieblingsschwägerin. Mhm. Du bist schwitzig. Geht erst mal duschen, bitte. Ich darf zuerst. Ich hatte ja ohnehin den Vortritt gelassen. Ich habe nämlich Manieren. Ich bin mir nicht sicher, ob Katja dieses Wort kennt. Es gibt aber übrigens noch ein zweites Badezimmer, direkt neben dem Hintereingang. Ah, okay, ja, danke. Dann springe ich auch schnell unter die Dusche. Ja, mach das. Konntest du noch ein bisschen schlafen? Ein bisschen. Und du? Ehrlich gesagt nicht. Sag mal, hast du heute Nacht auch einen Schrei gehört? Nein, aber ich habe auch tief und fest geschlafen. Wie geht's denn unserer Patientin? Du, ich habe noch nicht nachgesehen, aber ich bin froh, dass sie sich schließlich ja wohl noch hingelegt hat. Wie hast du das hingekriegt? Keine Ahnung, ich habe ihr einfach gut zugeredet und irgendwann in der Nacht muss sie sich dann hingelegt haben. Magst du mal nach ihr sehen? Hm. Sie kriegt noch ein Frühstück und dann fahre ich sie in die Stadt. Geh du lieber. Ah, okay. Pass so lange auf die Rühreier auf, ja? Hm. Oh, das riecht aber lecker hier. Morgen, Vince. Sag mal, warst du schon laufen? Ja, mit Katharina. Och Mann, ihr hättet ruhig auf mich warten können. Ich könnte auch ein bisschen Bewegung gebrauchen, sonst kugel ich hier irgendwann rum wie Markus. Ey, das habe ich gehört, ja? Markus, morgen. Und, Bianca, schläft unsere Patientin noch? Nein, sie... Ist sie okay? Irgendeine Veränderung im Gegensatz zu gestern?
Ich weiß nicht, sie ist nicht mehr da. Was? Was? Ja, ich habe überall nachgesehen, sie ist verschwunden. Das war Folge 4 von Der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Janik Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 5. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Morgen allerseits. Morgen, morgen. Morgen. Hey, was ist mit euch los? Ist was passiert? Das wissen wir auch noch nicht so genau. Die stumme Frau ist weg. Echt? Okay. Ist es schlecht? Ach, keine Ahnung. Aber die Dame schien reichlich verwirrt und ich hätte es einfach lieber gesehen, wenn wir sie heute Morgen in dem Krankenhaus hätten absetzen können. Ja, ich hätte sie nicht alleine lassen dürfen. Ach komm, der hier macht euch echt zu viele Gedanken. Die Lady ist doch erwachsen und auf mich wirkte die nicht geisteskrank. Also nur ein bisschen seltsam. Da gebe ich Markus recht. Ich glaube auch nicht, dass die Frau verrückt war. Nein? Nein, ich hatte das Gefühl, dass sie ganz genau wusste, was sie tut. Ach. Das hat gut getan. Hey, was ist denn hier los? Versammlung oder was? Die stumme Frau ist verschwunden. Okay, ich meine, ist doch gut, oder? Können wir jetzt frühstücken? Nun, wartet mal kurz. Ich will schnell was nachsehen. Oh, jetzt komm schon. Vince, was ist denn los? Sekunde. Lass mal essen jetzt. Komm, wir fangen an. Reichen doch mal die Milch. Ja, Schatz, willst du auch einen Kaffee? Oh ja, danke, danke. Machst du mir auch einen? Ja. Schaut mal, was ich im Wohnzimmer gefunden habe. Oh nee, ne? Genau. Die Frau hat ihre Sachen mitgenommen, aber den 100-Euro-Schein hat sie hier gelassen. Fein säuberlich auf dem Couchtisch drapiert und mit einem Aschenbecher beschwert. Ich check's einfach nicht. Wieso hat die das denn gemacht? Woher sollen wir das denn wissen? Ich hab keine Ahnung. Jetzt setzt euch doch bitte mal. Lasst uns was essen. Ich nee, Leute, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich auch. Vielleicht sollten wir nach ihr suchen oder jemandem Bescheid geben. Oh, pass auf, du hast doch selber gesagt, dass die Frau bei klarem Verstand ist. Es ist doch ihre Sache, wenn sie nicht mehr hierbleiben will. Ja, sehe ich genauso. Außerdem habe ich jetzt Hunger. Hat irgendwer von euch heute Nacht einen Schrei gehört? Nein. Immer noch nicht. Ich habe auch nichts gehört. Ja, ich auch nicht. Ey, das hast du geträumt, Alter. Jetzt mag sein, aber die Brötchen rüber. Mir lässt das keine Ruhe. Ich schau mal draußen nach, ob ich irgendeine Spur von ihr finde. Du machst einen Stress, Vince. Jetzt bleib mal hier, iss mal was. Setz dich hin. Die anderen haben recht, die Frau ist nicht unser Problem. Ich bin gleich wieder da. Warte, ich komm mit.
keine Spur von der Frau. Tja, was hast du erwartet, dass wir sie im Garten finden? Natürlich nicht, aber irgendwie hatte ich trotzdem den Drang, wenigstens mal nachzusehen. Ja, ich auch irgendwie. Aber sie ist weg. Und die Insel ist groß. Vince? Was? Ich weiß nicht. Ich dachte tatsächlich, ich hätte heute Nacht jemanden schreien hören. Bis du vorhin danach gefragt hast, dachte ich, ich hätte mir das bloß eingebildet. Und was denkst du jetzt? Was, wenn die Frau es war, die so geschrien hat, bevor sie verschwunden ist? Meinst du, wir sollten die Polizei rufen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich haben die anderen recht. Wahrscheinlich machen wir uns zu viele Gedanken und sollten einfach unseren Urlaub genießen. Komm, wir gehen wieder rein, ja? Ich muss dringend duschen und du solltest was essen. Ja, okay. Sandra? Ja, was? Kann es sein, dass Boris heimlich raucht? Wie kommst du denn darauf? Stimmt es denn nicht? Ganz sicher nicht. Woher willst du das wissen? Weil ich heimlich rauche. Ah. Früher habe ich das tatsächlich häufig mit Boris gemacht, aber er hat's aufgegeben. Ha. Ein Kollege von ihm ist mit 40 an Lungenkrebs erkrankt. Warum fragst du? Nur so. Und, habt ihr was gefunden? Nichts. Na, dann können wir dieses merkwürdige Thema ja jetzt endlich mal ad acta legen und unseren wohlverdienten Urlaub genießen, oder? Also, ich bin definitiv dafür. Ja, sag mal, Bianca, wie läuft denn eigentlich die Kampagne? Oh, gut. Das ist natürlich alles wahnsinnig viel Arbeit, die mal eben so parallel erledigt werden muss, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja, welche Kampagne? Meine Frau wird dieses Jahr als Abgeordnete in den Landtag einziehen. Hey, ich habe noch nicht gewonnen. Ach, reine Formsache. Spinner. Ich weiß nicht. Sollten wir nicht vielleicht jemanden benachrichtigen? Na, wegen der Frau? Ich meine, irgendwie wirkt sie verstört, oder nicht? Weswegen? Also, gestern Nacht hattest du noch Angst vor ihr. Ja, da war es mitten in der Nacht. Und sie ist ja auch irgendwie unheimlich, oder? Aber irgendwie tut sie mir auch leid. Ich meine, wer weiß, was ihr widerfahren ist. Nee, wir haben doch wirklich alles versucht. Wir haben sie sogar hier übernachten lassen. Ey. Das ist nicht unser Problem, wenn die sich davon macht. Ehrlich gesagt, fand ich das eh ziemlich unvorsichtig. Die hätte ja auch was klauen können. Stimmt, ey. Ja. Eigentlich voll die geile Masche. Ja. Hilfsbedürftig tun, irgendwie vor der Haustür stehen und dann, wenn alle schlafen, die Bude leer räumen. Geiler ja, Scheiß. Aber nur hat sie die Bude nicht leer geräumt oder fehlt irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Ja, und welche Diebin lässt bitte schön das Geld da, statt welches zu klauen? Wir sollten der Polizei von der Frau erzählen. Sie vermisst melden oder irgendwie sowas. Halte ich für übertrieben. Na, was haltet ihr davon? Ich laufe nachher in den Ort rüber und suche mir ein Telefon. Ich will Edeheim anrufen und hören, ob mit Mani alles in Ordnung ist. Und dabei kann ich dann auch gleich in dem Restaurant anrufen, in dem die Frau gearbeitet hat. Und fragen, ob sie dort aufgetaucht ist oder ob jemand ihre Kontaktdaten hat. Vielleicht ist sie auch längst zurück in Hamburg. Okay? Okay. Ja. Na gut. Dann ist das Thema aber auch endlich mal durch, ja? Ja, bitte. In Ordnung. Ich komme mit dir. Ich auch. Mhm. Ich muss eh ein paar Anrufe machen. Ich war nicht darauf vorbereitet, das ganze lange Wochenende ohne Handy zu sein. Mann, ja, okay. Ihr macht das so, ruft im Restaurant an. Aber dann ist jetzt auch echt mal gut. Ich will hier langsam mal ein bisschen Spaß haben, Leute. Halleluja. Oh, ey. Alles klar bei euch zu Hause? Ja, ja, alles bestens. Wenn man mal davon absieht, dass meine Eltern Mani einfach alles erlauben und uns bei unserer Heimkehr vermutlich einen Satansbraten mit Zuckerschock erlauben. Oh, komm, du übertreibst. Und? Habt ihr im Restaurant angerufen? Ja, haben wir. Ich habe die Situation erklärt und gefragt, ob sie was von der Frau gehört haben. Und? Haben sie? Sie hat sich gestern krank gemeldet. Das hat uns jetzt also nicht unbedingt weitergebracht. Naja, okay. Aber es ist trotzdem gut, dass du da Bescheid gegeben hast, dass die Frau sich merkwürdig verhält. Ja, weißt du, wenn sie da nicht bald wieder bei denen auftaucht, dann kann der Arbeitgeber nach ihr suchen oder gegebenenfalls Polizei verständigen. Ich finde, wir haben getan, was wir konnten. Wir sind jetzt echt raus. Wie? Und das ist das Einzige, was zählt, oder? Oder was? Dass wir fein raus sind? Was ist denn los mit dir? Ach, nichts. Ich hatte einfach zu wenig Schlaf. Ich bin total durch. Aber vergiss es einfach. Ja, Leute, sag mal, wie wär's denn, wenn wir heute Abend in diesem neuen Schuppen da im Ort essen? Ja, der soll absolut super sein. Boah, also ich hätte voll Bock. Die haben wohl richtig gute Cocktails, habe ich gehört. Ja, klar, klingt gut. Okay, ja. Für dich auch okay, Vince? Ja, klar, warum nicht? Ach, du, ey, nur so. Also ich meine, der Laden ist ein bisschen teurer, ne? Ach, Mann, seid ihr eine müde Gesellschaft? So, hey.
Wer hat Lust auf einen Ausflug jetzt gleich? Wo willst du denn hin? Ja, ich würde vorschlagen, bevor wir was essen gehen, machen wir noch einen Abstecher zum alten Leuchtturm. Ha, da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Ja, ich glaube, an diesem Ort gab es viele erste Male. Ah, ihr meint den alten Leuchtturm im Norden, ja. Ja, da sind wir nach der Schule immer hin. Wisst ihr noch, hier so heimlich rauchen, Bier trinken. Flasche aufblasen. Und was man als Teenager so macht auf so einer langweiligen Kackinsel, auf der es nichts gibt. Mann, ey, es waren gute Zeiten. Ja, also, los Leute, wer ist dabei? Ich halte das für keine gute Idee. Was, ey, Mann! Bianca! Das ist unser altes Revier, warum denn nicht? Ja, ich kann nicht fassen, dass ihr das alle vergessen habt. Oh, was denn? Tut mir leid, Vince. Ja, schon okay. Ja. Was? Oh, no. Ah, Mann, ey, das war dort, ne? Ja, das war dort. Oh, ey, fuck, das wusste ich nicht mehr. Ich hab's irgendwie verdrängt. Ist lange her. Hä, wovon redet ihr? Nicht jetzt, Kater, bitte. Also ich finde Markus' Idee gar nicht so schlecht. Wie? Warum sollten wir denn nicht zum Leuchtturm fahren? Unser altes Revier besuchen, wie Markus sagt. Hey, hier, guter Mann. Das ist die richtige Einstellung. Es gibt doch tausend andere Orte, die wir besuchen können. Also pass auf, ich fahre jetzt zum Leuchtturm. Wer ist denn dabei jetzt? Also da mir überhaupt keiner sagt, worum es hier geht. Ich bin dabei. Als wir im alten Leuchtturm abhingen, da hast du noch mit Barbiepuppen gespielt, Schwester. Oh, Brüderchen, wenn du wüsstest. Was soll das heißen? Wenn du wüsstest. Ich komme auch mit. Na bitte! Sag mal, kannst du mich nicht bitte mal einweihen? In was? Nein, was wohl? Was ist denn jetzt mit diesem alten Leuchtturm? Ach, kurz vorm Abitur hat sich dort ein Mitschüler von uns das Leben genommen. Er hieß Kai. Ja, und was hat das bitte alles mit Vince zu tun? Vince war damals mit ihm zusammen. Nein. Nein, ist das krass. Es war alles gar nicht so einfach damals. Also, dass sich in eurer Stufe jemand umgebracht hat, klar, daran kann ich mich schon erinnern. Ich war auf Schüleraustausch in Frankreich und als ich wiederkam, war das natürlich noch immer voll das Thema. Krass mutig von Vince, sich schon zu Schulzeiten zu outen. Hat er gar nicht. Die beiden haben sich heimlich getroffen. Hä? Und woher weißt du denn, dass sie ein Paar waren? Ach, irgendwer hat die beiden zusammen gesehen und es rumerzählt. Und, naja, du kennst die Insel. Du weißt, wie die Leute sein können. Ja, scheiße. Ihr habt früher immer zu Hause bei uns rumgehangen, du und Vince. Das war dein dickster Kumpel, als ich noch kleiner war. Und dann hast du irgendwann angefangen, nur noch mit Markus abzuhängen. Katharina, Boris, wo bleibt ihr denn? Leg mal einen Zahn zu, Katha. Die anderen warten schon am Auto auf uns. Ja, reg dich ab, ich komme ja schon. Warte! Hey, ich bin's! Bitte warte doch! Du bist zu schnell für mich. Bitte warte. Es tut mir leid, okay? Es tut mir leid. Bitte warte auf mich. Hey, nein, nicht auf den Leuchtturm. Der ist nicht sicher. Du darfst nicht. Hey! Bitte lass mich rein. Bitte. Hey! Hey, lass mich rein. Lass mich in Ruhe. Du bist genau wie alle anderen. Bitte komm raus. Bitte sprich mit mir. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Bitte, bitte sag mir, was du willst. Ich mach alles, was du willst. Ich will das Ende aller Schmerzen. Was? Kai? Kai? Kai! Bitte mach auf! Kai! Boah, ganz schön runtergekommen hier. Ja, aber scheinbar immer noch ein Ort, an den die Kids zum Abhängen kommen. Ne? Ja, weil es sonst nichts gibt. Ich hatte den Leuchtturm irgendwie größer in Erinnerung. Stimmt. Das ist immer so, oder? Mir kommt alles Mögliche so klein vor plötzlich. Hey, Vince, bist du okay? Ich weiß nicht, aber
Doch, ja, ich denke schon. Also hier bist du immerhin, Boris, wenn du mich nicht mitnehmen wolltest, oder wie? Allerdings, ja. Und tu nicht so, du an meiner Stelle hättest deine kleine Schwester auch nicht mitnehmen wollen. Oh, ich würde so gerne da mal rein. Ey, wisst ihr, da habe ich damals mit Kerstin zum ersten Mal... Oh, Markus. Ey, Markus. Ey, Mann. Das war lange vor deiner Zeit, Süße. Ja, das will ich trotzdem nicht hören. Das will keiner von uns. Richtig, genau. Ja, komm. Ach, sehr abgeschlossen. Alter, hier liegt überall Müll. War das früher etwa auch schon so? Nein, ich glaube nicht. Kommt, lass uns abhauen. Ja, der Ausflug war eine blöde Idee, ey. Nee, voll nicht. Ja gut, ist auch egal, ich hab Hunger. Los, kommt, wir hauen ab. Geiler Laden. Ja. Wunderschön. Ja, hübsch. Ja. Hoffentlich sind die schnell mit dem Essen. Ich habe wirklich tierisch Hunger. Wahnsinnsstimmung. Ich gehe mal eine rauchen. Was wollen wir denn morgen machen? Hat jemand eine Idee? Wie wär's mit einer Radtour? Also, ich wäre total zufrieden damit, einfach am Strand die Sonne zu genießen. Ich find's total krass, wie warm es um die Jahreszeit noch ist. Ich hätte total Bock, mal wieder ins Aquarium zu gehen, oder? Sollen wir das nicht lieber mal machen, wenn wir mit Mani unterwegs sind? Was denkst du denn, Vince? Hm? Du warst doch am längsten von uns allen nicht mehr hier. Worauf hättest du Lust? Hm? Was? Entschuldigung, ich hatte gerade was vollkommen anderes in der Birne. Okay. Was treibt die stumme Frau wohl gerade? Ja, gute Frage. Oh Mann. Jetzt seid doch einfach mal froh, dass wir die los sind. Interessiert dich denn nicht, was mit dir ist? Nee, also ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und euer Helferkomplex geht mir langsam sowas von auf den Keks. Was hat das denn mit einem Helferkomplex zu tun? Also wir können ja morgen noch mal im Restaurant in Hamburg anrufen. Wahrscheinlich ist sie dort längst wieder aufgetaucht. Ja, woher willst du das wissen? Vielleicht liegt sie auch irgendwo im Gebüsch? Mein Gott, Leute, ihr seid alle unterzuckert. Wir haben Urlaub. Können wir bitte mal über was anderes reden? Ja. Würdest du lieber über den Leuchtturm sprechen und über Kai? Und, habe ich was verpasst? Nicht viel. Wir unterhalten uns nur gerade über den Suizid meiner ersten großen Liebe. Okay. Und was ist denn damals eigentlich passiert? Du hast das damals wirklich nicht mitbekommen? Nein. Kai und ich haben uns heimlich getroffen. Wir wussten ganz genau, dass die Leute uns fertig machen würden, wenn sie wüssten, dass wir zusammen sind. Vince. Es waren andere Zeiten, obwohl, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es heute so viel anders ist. Vielleicht kommt es auf die Schule an. Und was ist dann passiert? Jemand hat uns verraten. Verraten? Wie meinst du das? Jemand hat uns zusammen gesehen, uns beobachtet und es überall rum erzählt. Die nächsten Wochen waren die Hölle. Hm. Ja, wer war's? Das spielt doch keine Rolle. Wir haben uns alle beschissen verhalten. Wir haben alle blöde Witze gemacht. Sogar wir Mädchen. Und von den Jungs wollte erst recht keiner mehr was mit Vince und Kai zu tun haben. Wir alle waren das. Ja, stimmt schon. Nicht nur der den Stein ins Rollen gebracht hat. Scheiße. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ja, wie meinst du das? Dass sich damals niemand mit Ruhm bekleckert hat, ist klar. Bis auf Bianca vielleicht, die als Einzige noch nett zu mir war, nachdem die Bombe geplatzt war. Okay. Aber ich finde, dass es durchaus zählt, wer uns damals verraten hat. Wer auch immer das war, hat Schuld an Kais Tod. Das ist dein Ernst, ja? Wer war's denn? Es hat mich damals wahnsinnig gemacht, dass ich nicht herausbekommen konnte, wer es war. Ich habe lange gedacht, dass es Lars war. Hier, dieser Idiot aus der Parallelklasse? Er hat mich und Kai mal zusammen gesehen. Aber er hat immer behauptet, nie jemandem davon erzählt zu haben. Aber was würde es denn helfen, zu wissen, wer es war? Davon wird Kai auch nicht wieder lebendig. Nein, das nicht. Aber glaub mir, ich habe mir zu Schulzeiten so oft ausgemalt, was ich mit der Person machen würde. Was denn? Ich hätte ihr Leben zerstört. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Ich war noch keine 18. Kai war tot. Mein Vater sagte mir, ich widere ihn an. Meine Mutter sagte gar nichts. Und ihr wolltet mich plötzlich nicht mehr kennen. Hm. Naja, vielleicht... Ja, es ist ja auch ganz gut, dass du es nie rausgefunden hast, oder? Oh, ich weiß inzwischen, wer es war. Echt jetzt? Ja. Und? Ich meine, wer war's? Also, denkst du, dass es jemand aus dieser Runde war? Ich weiß, dass es einer von euch war. Deswegen bin ich hier. Das war Folge 5 von Der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen.
Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 6, eine Thriller-Serie von Melanie Rabe, Produktion Der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Ich kenne die Straße wie meine festen Tasche. Jetzt hätte mal auf. Ja, aber es ist stockdunkel. Ja, na und? Mann, musste das sein? Du bist echt so ein Idiot. Aus deinem Mund klingt das wie ein Kompliment. Ach, fick dich. Alles okay, Vince? Werde ich jetzt schwer? Ja, alles okay. Wenn wir zurück sind, brauche ich einen Schnaps. Ja, da bin ich dabei. Ach, ey, ich habe auf der Anrichte habe ich einen richtig... Sag mal! Mann! Alter! Oh. Scheiße. Seid ihr okay, Leute? Was war das? Wir sind alle in Ordnung. Ahnung. Keine Ahnung, ein Tier, glaube ich, oder sowas. Wir sind alle in Ordnung. Bei mir ist alles okay. Ja. Okay, Scheiße, ich habe mir den Kopf angeschlagen, aber ich glaube nicht schlimm. Geht? Sicher? Ja. Wir müssen nachsehen. Los, raus! Oder? Boah, ich sehe überhaupt nichts. Da ist nichts. Leute, was? Hier drüben, am Straßenrand. Oh nein. Ein Reh. Oh. Oh, ey, ein Glück, halb so schlimm. Halb so schlimm? Sag mal, tickst du nicht mehr ganz richtig? Ich lebe noch. Oh, verdammt, ey. Das ist bitter, wie es uns anschaut. Was machen wir denn jetzt? Schatz, wir müssen jetzt einfach nur die Polizei anrufen und die holen einen Förster und dann hat der das ganz schnell erledigt. Ja, klar, nur leider haben wir kein Handy dabei. Also da drüben ist ein kleiner Ort. Ich laufe da rüber und frage jemanden, ob ich mal telefonieren darf. Ja, ich werde jemanden finden. Gut. Mann, ey, Leute, was für ein Abend. Das kann man wohl sagen, ja. Wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich immer noch den Förster mit seinem Gewehr und dieses arme Reh. Ja, dann lass er halt offen. Boah, danke für den Tipp. Mann, du bist sowas von unsensibel, echt. Wenn du nicht immer so rasen würdest, ja, dann wäre das alles nicht passiert. Komm, jetzt hör mal auf, der Förster hat selbst gesagt, dass sowas immer mal wieder vorkommt, ja. Hin und wieder, da stellen sich die blöden Viecher halt auf die Straße, da hast du dann als Autofahrer auch keine Chance. Ey, Markus, du bist so ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Oh, das ist aber wirklich lieb jetzt von dir, das kann ich nur zurückgeben. Also, so kann doch der Abend nicht enden, oder? Ja, da hast du recht. Ey, wollen wir nicht noch ein bisschen runter an den Strand gehen? Wo ist denn eigentlich Vince? Er ist direkt in sein Zimmer verschwunden.
Glaubt ihr, Vince hat das ernst gemeint, was er vorhin gesagt hat? Im Restaurant? Also ich für meinen Teil finde, dass Vince echt einen kranken Sinn für Humor hat. Ja? Erst behauptet er, dass einer von uns den verraten hat. Und dann sagt er beim Bezahlen, und auch, ey, so nebenbei, ne? Er hat nur Spaß gemacht, das ist doch bescheuert. Hm. Ich meine, was sollte denn das? Dachte der kann uns damit nervös machen, oder was? Ich fand das auch nicht lustig. Ja, ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, dass er sich verzogen hat. Dann steckt er wenigstens keinen mit seiner miesen Laune an. Och, Schatz. Wieso? Ist doch wahr. Also ehrlich gesagt, ich verstehe ihn irgendwie. Mir würde das von damals an seiner Stelle auch noch nachhängen. Ey, dann mach doch, was ihr wollt. Ich gehe jetzt an den Strand. Jetzt noch? Ja, jetzt noch. Mein Gott. Wie alt sind wir denn? 80? Also ich bin dabei. Ja, echt cool. Ja, ich habe langsam auch keinen Bock mehr auf Drama. Na gut. Und ich war schon ewig nicht mehr nachts am Wasser. Na gut, ich komme auch mit. Ja? Ja, ich hole mir nur schnell meine Jacke. Was mit dir, Katha? Ich glaube, ich bleib hier. Wie du meinst. Und du wirst nicht glauben, wo ich heute war. Komm, mach's doch nicht so spannend. Am Leuchtturm. An dem Leuchtturm? Ja, zum ersten Mal seit damals. Bist du okay? Bin ich mehr als das. Ich glaube, es ist an der Zeit, eine alte Rechnung zu begleichen. Wie meinst du denn das? Jette, ich muss Schluss machen. Die wissen nicht, dass ich ein Telefon habe. Aber warum darfst du kein... Später. Katha, was gibt's? Sag mal, führst du hier drin Selbstgespräche oder wie? Ich habe mir einen Text laut vorgelesen, an dem ich gerade arbeite. Mache ich manchmal so. Was ist los? Nichts. Die anderen sind an den Strand und da dachte ich, ich schau mal nach dir. Wie du siehst, nutze ich den Abend, um ein bisschen zu arbeiten. Sag mal, vorhin im Restaurant, ne, als du gesagt hast, das sei alles nur ein Scherz gewesen, also, dass du doch gar nicht wüsstest, wer dich damals vor der ganzen Schule bloßgestellt hat und so, stimmte das eigentlich? Ja, das stimmte. Es war nur ein Bluff. Mach dir keine Gedanken, Katharina. Wahrscheinlich war es Lars. Dieser Typ aus eurer Parallelklasse. Genau, aber das ist lange her und spielt schon längst keine Rolle mehr. Hey, da kommen Katha und Vince. Na, ihr zwei? Hey, oh. Hey, wo sind denn Boris und Markus? Wir sind zur Tankstelle gefahren, ein bisschen mehr Schnaps kaufen. Alles klar mit euch? Ja, natürlich. Was soll schon sein? Ich habe jetzt hier. Sind Sie. Hier ist der Party-Service. Ja, jetzt geht's los, ihr Leute. Da seid ihr ja schon wieder. Erschrocken? Nein, ja, die Tanke direkt um die Ecke hatte noch auf. Alter, das ist jetzt mal cool. Ordentlich Sprit. Damit könnt ihr ja eine ganze gerade abgestiegene Fußballmannschaft versorgen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber heute Abend kann ich tatsächlich einen Schnaps gebrauchen. Ja, ich auch. Alter, ich auch. Jetzt will ich mal was sagen. Also, erinnert ihr euch noch an dieses Trinkspiel, das wir früher immer gespielt haben? Ja, nein, klar. Ich kann mich nicht mehr erinnern, überhaupt je mit der kleinen Schwester meines Freundes gesoffen zu haben. Ach, come on, ihr habt das doch bestimmt auch gespielt. Also entweder man trinkt ein großes Glas Schnaps oder man erzählt ein Geheimnis über sich. So sieht's aus. Und da ich ja per se gern Schnaps trinke, ist es ein Spiel, dass ich mit Vergnügen mitspiele. Ja? Also, cheers, Leute. Ich bin auch dabei. Schatz, übertreib's nicht. Oh, ey, Boris, du bist dran. So, jetzt Geheimnis oder Schnaps? Cheerio, Miss Sophie. Ja, ihr seid doch pervers, ey. Gut, ja, nee, du bist jetzt dran hier. Wie kommt ihr denn darauf, dass wir mitspielen? Dann komm, jetzt kann ich Spielverderber sein. Ja. Also ich krieg keinen einzigen Schnaps mehr runter, sorry. Okay, ja, dann schuldest du uns ein Geheimnis. So, ich schulde euch rein gar nichts, mein Mädchen. Boah, Spannung. Okay, ihr wollt ein Geheimnis hören? Ja, okay. Jetzt sind wir aber mal alles gespannt. Klar, okay. Erinnerst du dich noch an die Zeit, in der ich mit Lars zusammen war, Bianca? Ja. Okay. Okay, und erinnerst du dich auch noch, ja, wie ich dir von unserem ersten Mal erzählt habe? Oh, was kommt jetzt hier? Lange vor unserer Zeit, Schatz, lange vor unserer Zeit. Ich erinnere mich. Okay. Da habe ich gelogen. Oh, okay. Ja. Wieso? Ich habe meine Unschuld bereits mit 14 verloren. Ey, nee, jetzt mal klappe mal. An wen denn bitte?
Also, ich schulde euch ein Geheimnis, ja, und nicht zwei. Du bist dran, Vince. Ich habe keine Lust zu spielen. Ja. Oh, mir ist jetzt schon schlecht. Hey, jetzt sei doch kein Spielverderber hier. Wie alt bist du eigentlich? 12? Jetzt komm schon, Vince. Wenn du nicht trinken willst, dann schuldest du uns ein Geheimnis. Hat Sandra auch geliefert. Ja. Ihr wollt ein Geheimnis hören? Ja, ja, dann los, komm jetzt. Los. Ja. Bedingt. Wisst ihr noch, die Klassenfahrt nach Rostock? Ungefähr ein halbes Jahr, bevor Kai zu uns in die Klasse kam? Oh Mann, ja. Ach hier, ey, mit der alten Frau Weber, ey, die hat mir so den Schnitt versaut damals, die alte Hexe. Und ich hatte mir mit dem Fischbrötchen den Magen verdorben. Mir war die halbe Woche total schlecht. Oh, lass uns bitte von was anderem reden. Mir ist eh schon flau von dem Schnaps, Alter. Ich erinnere mich auch ziemlich gut an diesen Ausflug, weil mich dort zum ersten Mal jemand geküsst hat. Was? Oh, du hast mit Mädchen geredet. Oh Mann. Wer war's? Jessi oder Andrea? Oh, Andrea hat, ey, die hat damals mit jedem rumgeknutscht, ich sag's dir. Wer sagt denn, dass es ein Mädchen war? Er ist nachts zu mir ins Bett geschlüpft und hat mich geküsst. Ich dachte, ich sterbe. Ist das süß. Also sag schon, wer war's? Ja. Weißt du das wirklich nicht? Na, Boris natürlich. Im Ernst? Oh. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, was? Bruder. Da muss ich voll gewesen sein wie eine Haubitze. Alter, ich schau den heute doch an. Alles okay, Bianca? Ja, natürlich. Hey, hallo, das ist ja wohl keine große Sache. Und außerdem schon Jahre her. Also ganz so spießig, wie ihr anscheinend denkt, bin ich auch wieder nicht. Außerdem, das war kein Geheimnis. Hä, du wusstest davon, oder was? Ja, na klar, Boris hat mir das vor Jahren ja schon mal erzählt. Okay, und warum hast du denn gerade so getan, als ob du überhaupt geist? Ich schätze, ich wollte Vincent die Überraschung nicht verderben. Du bist dran. Richtig, okay. Nee, jetzt bin ich aber echt gespannt. Jetzt legst du hoffentlich nochmal einen drauf hier. Ach, wisst ihr was? Ich trinke doch lieber einen Schnaps. Oh, ja. Nein. Vielleicht besser so. Schon, Lieblingsschwägerin, schütte uns dein Herz. Nee, ich weiß nicht. Komm schon, jetzt lass mal krachen. Hier, leg noch ordentlich einen drauf. Ja, gut, okay. Ich habe tatsächlich ein Geheimnis. Ja. Und das ist was mich schon lange belastet. Jetzt mach's nicht so spannend. Ich weiß, wer Vince und Kai damals beobachtet hat und das überall rum erzählt hat. Scheiße. Ja. Okay, woher? Ja, weil die Person damals nach Kais Selbstmord zu mir gekommen ist und mir das erzählt hat. Du hast es die ganze Zeit über gewusst? Ja. Okay, wer war's? Nee, damals habe ich geschworen, dass ich das nicht weitererzähle und daran halte ich mich. Sag mir nur eines. War es Lars? Nein, es war nicht Lars. Ach komm, du kannst es doch jetzt sagen. Das Ganze ist so lange her. Nein. Ich glaube wirklich nicht, dass Vince noch auf Rache sind. Vince? Ja, ich kann euch das ganz bestimmt nicht sagen. Nee. Ach, warum denn nicht? Weil es einer von euch war, natürlich. Was? Hey, du bist dran, Katharina. Ja. Ja, hörst du schlecht, du bist dran. Also, du wolltest doch dieses bescheuerte Spiel spielen. Also. Genau. Ich dachte, ja, was hast du gedacht? Ein bisschen Stimmung in den Laden. Ja, jetzt mach mal Stimmung. Und Wunder. Oh. Okay, ist gut. Wisst ihr was? Ich mach's so. Ich nehme noch einen Schnaps und erzähl euch ein Geheimnis. Nein, mit der Flasche. Langsam, dir war doch eben schon schlecht. Ja, lass sie doch. Siehst du alt genug? So. Vor ein paar Jahren hatten Markus und ich was am Laufen. Was? Ja, das ist zwar unappetitlich, aber es ist ja kein Geheimnis. Und es war lange, bevor Markus mit mir zusammengekommen ist. Stimmt, aber es gibt da noch was ich niemandem erzählt habe. Also außer meinem lieben Markus natürlich. Ach, ja, Markus. Nee. Unsere Affäre ist nämlich nicht folgenlos geblieben. Katharina. Hä? Oh. Was willst du denn damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich von Markus schwanger war. Aber ich habe es natürlich weggemacht. Mein Gott, Kata! Wusstest du das? Markus, ob du davon wusstest? Oh Gott. Ich muss hier weg. Oh Mann, schade. Marius, fahr doch mal. Also, ich habe genug für einen Abend. Ich gehe ins Bett. Ich auch. So, jetzt sind wir nur noch wir zwei, Vinzi Mausi. Darf ich dich mal was fragen? Alles. Warum bist du so? Wie bin ich denn? Warum spielst du diese Rolle, diese überdrehte Tussi, der völlig egal ist, wen sie gerade vor den Kopf stößt? So bist du doch gar nicht. Ah, Alter, woher willst denn jetzt gerade du das wissen? Weil ich dich kenne, von früher.
Kann ja sein, dass die anderen dich nicht beachtet haben, aber ich schon. Oh, sorry, Vince. Sorry, dass ich eine Enttäuschung für dich bin. Nein, weißt du, ich bin einfach eine Bitch. Ich kann's nicht ändern. Ich glaube nicht, dass du eine Bitch bist. Nee, was glaubst du denn, was ich bin? Ich glaube, du bist einfach sehr, sehr unglücklich. Quatsch. Komm, wir gehen schlafen. Ich will nicht mit dir schlafen. Komm, wir gehen ins Bett. Stimmt das mit dem Kuss? Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, warum Vince das jetzt ausgraben musste. Ich habe echt seit vielen Jahren nicht mehr dran gedacht. Du hättest mir das ruhig mal sagen können. Ich stand da wie eine Idiotin. Ach komm, Süße, ich war ja noch ein halbes Kind. Bitte sag mir jetzt nicht, dass du ernsthaft verliebt in ihn warst. Nein, natürlich nicht. Also wenn es sonst noch was gibt, was du mir gerne sagen möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Worauf willst du hinaus? Okay, ich frag dich jetzt ganz direkt und gnade dir Gott, wenn du mich jetzt anlügst. Ist die Frau, die gestern bei uns vor der Tür stand, die Frau von damals? Ja. Oh, ich wusste es. Und wann hattest du vor, mir das zu sagen? Was hätte es denn gebracht? Und außerdem ist sie von ganz allein wieder verschwunden. Und du denkst, die Sache ist damit ausgestanden? Wie naiv bist du eigentlich, Boris? Aber wie redest du überhaupt mit mir? Ich bin nicht einer deiner Referendare. Wenn du nicht willst, dass ich dich wie einen kleinen Jungen behandle, dann solltest du vielleicht endlich mal aufhören, dich so zu benehmen. Jedes Mal, wenn du zu viel Zeit mit Markus verbringst, dann wirst du unerträglich. Markus hat viel für mich getan. Ja, und er sorgt dafür, dass du das niemals vergisst. Vince, bist du da? Sekunde. Komm rein. Darf ich? Na klar. Was gibt's? Ich würde gerne mit dir reden. Worüber? Naja, primär wollte ich nach dir sehen. Bist du okay? Was meinst du? Du weißt, was ich meine. Ich verstehe nicht. Ich weiß, warum du hier bist, Vincent. Ihr habt mich eingeladen. Ihr habt doch darauf bestanden, dass ich mitkomme. Was ist so lustig? Es lässt dir wirklich keine Ruhe, nicht wahr? Wovon sprichst du? Ich spreche von Kai. Deswegen bist du doch hier, oder? Weil es dir keine Ruhe lässt, nicht zu wissen, wer euch damals beobachtet hat. Es war Markus, oder? Nein. Markus doch nicht. Ich kam gerade vom Klavierunterricht, als ich euch in Richtung Wäldchen gehen sah. Keine Ahnung, warum ich euch hinterhergegangen bin. Irgendwie war ich neugierig. Ihr wart so betont beiläufig, dass es erst recht auffällig war. Da bin ich euch gefolgt. Ich hatte schon immer ein gutes Gespür für Menschen. Ich habe euch gesehen und dann habe ich das, was ich gesehen habe, den anderen erzählt. Du sagst gar nichts. Dabei weißt du doch endlich die Antwort. Bist du nicht wütend? Wir waren fast noch Kinder. Du hast einen Fehler gemacht, mehr nicht. Wie hättest du wissen sollen, dass die Dinge so aus dem Ruder laufen würden? Wie hättest du wissen können, dass Kai so labil war, dass ihn die Hänseleien in den Selbstmord treiben würden? Oh, das wusste ich durchaus. Was? Kai ist zu mir gekommen, nachdem du nichts mehr mit ihm zu tun haben wolltest. Wusstest du das nicht? Was redest du da? Er hat sich bei mir ausgeheult. Nein, das wusste ich nicht. Er hat mir gesagt, dass er es nicht mehr aushält. Ich hätte ihm helfen können, seinen Eltern Bescheid sagen, Lehrern oder dir. Aber das habe ich nicht getan. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Du wusstest nicht, dass er sich ernsthaft etwas antun würde. Wie hättest du das auch wissen sollen? Er hat mich angerufen an dem Abend, um sich zu verabschieden. Was? Ich habe ihm gesagt, dass er es tun soll. Er war unsicher. Er hatte Angst vor dem Tod, aber ich habe ihm gesagt, dass er keine Angst haben braucht. Weil der Tod das Ende aller Schmerzen bedeutet. Dann habe ich aufgelegt. Hat es dir die Sprache verschlagen? Warum hättest du das tun sollen?
Das ist ausnahmsweise mal eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort lautet, ich wollte sehen, ob ich es kann. Du sagst gar nicht... Du sagst gar nichts. Warum erzählst du mir das? Ich schuldete dir noch eine Wahrheit. Daran hat mich das Spiel vorhin erinnert. Du... Hier bist du. Alles klar? Oh, alles bestens. Ich wollte nur kurz nach Vince schauen. Ich komme gleich ins Bett, Schatz. Ich kann mich eh kaum noch auf den Beinen halten. Du weißt ja, wie wenig Alkohol ich vertrage. Okay. Gute Nacht, Vince. Was willst du von mir? Ich will, dass du uns in Ruhe lässt. Du hast mich doch eingeladen. Und ich ziehe die Einladung zurück. Verschwinde. Es ist, weil ich Boris geküsst habe, richtig? Ich erwarte, dass du morgen früh verschwunden bist. Sonst was? Schlaf schön, Vince. Und mach dir nicht mehr so viele Gedanken. All diese Dinge sind so lange her. Du solltest dir von ihnen nicht die Zukunft verbauen lassen. Das wäre doch wirklich zu schade. Das war Folge 6 von Der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da, auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Füller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Janik Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 7. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Was, wenn uns jemand sieht? Und wenn schon? Sag das nicht. Du kennst meine Eltern nicht. Du denkst zu viel über andere Leute nach. Und du zu wenig. Zeig mir.
Hey, wer zuerst am Wasser ist? Oh. Na, warte. Hey, warte auf mich. Jette? Hey. Habe ich dich geweckt? Es ist mitten in der Nacht. Natürlich hast du mich geweckt. Tut mir leid, ist das wichtig? Okay, was gibt's? Hast du rausgefunden, wer euch damals geoutet hat? Mehr als das. Wer? Es war Bianca. Sie hat es mir gerade selbst gesagt. Und sie hat Kai absichtlich in den Selbstmord getrieben. Was? Was mache ich denn jetzt? Du hättest sie hören sollen. Sie ist völlig verrückt. Niemand, der sie kennt, wird mir das glauben. Okay, okay. Beruhig dich erstmal. Ich muss sie aufzeichnen. Was? Ich muss sie dazu bringen, das noch einmal zu wiederholen und sie dabei aufzeichnen. Wie willst du denn das anstellen? Wieso sollte sie es nochmal wiederholen? Keine Ahnung. Ich werde sie provozieren. Das hat schon mal funktioniert. Was? Vorhin am Strand. Ich habe den anderen erzählt, dass Boris und ich als Teenies mal rumgeknutscht haben. Eigentlich wollte ich eine Reaktion von Boris provozieren. Vielleicht auch von Markus. Stattdessen ist Bianca drauf angesprungen. Aber erst als wir alleine waren. Bis dahin hatte sie sich komplett im Griff. Okay, okay. Also, selbst wenn das mit dem Aufzeichnen klappt, was dann? Dann stelle ich sie bloß. Vince, das gefällt mir nicht. Wenn das, was sie gesagt hat, stimmt, dann... Ich meine, was für ein Mensch tut das? Das ist doch krank. Das trifft es. Bitte komm einfach heim, Vince. Ich will nicht, dass du länger da bleibst. Komm einfach her und wir überlegen uns irgendwas. Ich kann nicht. Ich muss das jetzt durchziehen. Kann ich von hier aus irgendwas tun? Falls mir was einfällt, melde ich mich. Danke. Ich verstehe nicht, warum du ihr das Ganze unter die Nase gerieben hast. Sie wollte mir wehtun. Warum? Ich erkläre dir bald alles in Ruhe. Jetzt muss ich mich erst mal dringend um... Markus, lass ihn los. Was war das denn jetzt schon wieder? Da hat jemand geschrien. Warum kommst du denn wieder bei uns vorbei? Vince? Ich muss Schluss machen. Ich melde mich morgen wieder. Ich will, lass mich jetzt in Ruhe hier. Ich glaube, er ist zu gut. Alles gut, alles gut. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ruhig. Ja, gut. Was ist denn hier los? Ja, wonach sieht's denn aus? Jetzt sag bloß nicht. Doch, ja, genau das siehst du ja. Sie ist zurück. Ja. Ich habe sie vom Fenster unseres Zimmers gesehen und mich beinahe zu Tode erschreckt. Ich habe sie gerade so noch erwischt. Warte. Markus, lass sie doch mal los. Nein! Denk nicht, dass du mich so leicht loswirst. Wir beide sind noch nicht fertig miteinander. Falls du denkst, dass ich Angst vor dir habe. Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder... Ach du Scheiße. Fuck. Ja. Was wollen sie von uns? Warum sind sie zurückgekommen? Oh Mann, Schatz, ey, das bringt doch nichts. Also, dass sie nicht mit uns redet, das dürften wir ja inzwischen etabliert haben, oder? Falls du eine bessere Idee hast, freue ich mich, sie zu hören und nenn mich nicht Schatz. Oh Mann. Und Bianca, möchtest du sie nicht wieder ins Haus einladen und ihr ein schönes Zimmer anbieten? Nein. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Jetzt kommst du endlich mal zur Vernunft, Schatz. Dann mach doch jetzt endlich mal die gottverdammte Tür zu hier. Ja, echt, ey, wie hier uns anstarrt, da wird einem ja ganz anders. Außerdem muss sie doch nicht alles mitkriegen, was wir hier besprechen, oder? Leute, kennt irgendwer von euch diese Frau? Was? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt, es zu sagen. Ja, woher? Was soll das denn jetzt? Denkst du, einer von uns lügt? Ich habe doch lediglich gefragt. Kein Grund, sich aufzuregen. Wenn du sie nicht kennst, dann sag doch einfach nein. Nein, ich kenne sie nicht und die anderen kennen sie auch nicht. Und wenn du uns nicht glaubst, dann wird es vielleicht langsam Zeit, dass du abreist. Ja, und du, Vince, hier. Kennst du die Frau? Nein, ich kenne sie nicht. Aha, bist du sicher? Bist du bescheuert oder was? Hey. Ich hab doch gerade gesagt, nein. Hey, warte mal, ich verstehe schon, was Markus meint, ja? Schließlich bist du ziemlich genau zur gleichen Zeit in unser aller Leben aufgetaucht wie diese Durchgeknallte da. Mal im Ernst, wir laden dich zu Biancas Feier in dieses Restaurant ein und haben ja plötzlich diese Olle hier. Ja, so sieht's aus. Es begann in diesem Restaurant, oder? Ja. Aber hab ich es ausgesucht oder ihr? Ja, das stimmt schon, das war Bianca. Na also... Wie soll ich also was mit dieser Frau zu tun haben, wenn ihr mich in dieses Lokal gelotst habt? Mir reicht es. Ganz ehrlich, Schluss mit der ganzen Scheiße hier. Ja, was schlägst du vor, Sandra? Dass wir die Polizei rufen. Sag mal, hast du Alzheimer? Wir haben kein Telefon, Mann. Oh, stimmt. Das ist natürlich ein komplett unlösbares Problem. Es ist ja nicht so, als könnte jemand zu den Nachbarn gehen und dort telefonieren. Ich glaube, die Frau gehört eher in ein Krankenhaus als auf eine Polizeiwache. Hm. Wir drehen uns im Kreis, Mann. Ich werde noch wahnsinnig. Ja, nein, Boris hat recht. Ja, aber wer soll sie denn irgendwo hinfahren? Wir haben doch alle zu viel getrunken. Na, ich bin fahrtüchtig. Ja, ich auch. Na, also... Spinnt ihr?
Ihr habt doch von uns allen am meisten gesoffen. Ja, und wir können es aber von allen am besten ab. Außerdem ist es schon wieder Stunden her. Zwei Stunden. Ich kann fahren. Und ich rieche deine Fahne bis hier. Meine Güte, dann fahr halt langsam. Mach doch nicht immer aus allem so eine riesige Sache. Ey, geht's noch? Markus hat vorhin erst einen Unfall verursacht. Mit einem Reh. Na und? Wir können trotzdem froh sein, dass das Auto keinen Totalschaden hat und dass niemandem was passiert ist. Denkst du ernsthafter, lasse ich dich jetzt noch betrunken ans Steuer? Also komm, dann fahre ich jetzt eben alleine. Kommen Sie, ich bring Sie zum Arzt. Kommen Sie jetzt her. Das ist keine gute Idee. Komm, ich begleite dich, Boris. Sie will nicht. Ach so, plötzlich kommuniziert sie mit uns. Ich finde, wir sollten einfach die Tür zumachen. Lass mal. Letzte Nacht hat sie doch auch wunderbar ohne uns überstanden. Sie möchten zu keinem Arzt. Ja, ist es das? Was Sie sagen wollen? Ja. Nee. Ja, nicken Sie, wenn Sie mich verstehen. Kein Arzt? Ey, Leute, das bringt doch alles nichts. Was denn? So, kommen Sie, das Auto steht da drüben. Markus, lass die Frau los. Du tust dir doch weh, siehst du das denn nicht? Ey, was soll ich denn machen, wenn die nicht freiwillig mitkommt? Scheiße, sie haut ab. Warten Sie. Ja, Leute, lasst sie doch. Wo wollt ihr denn hin? Lass uns zum Haus zurückgehen. Ja, okay. Komm schon. Ach, verdammter Mist. Habt ihr sie gefunden? Nein, sie ist weg. Keine Spur von ihr. Vincent hat sie auch nicht gesehen. Wir wollten mit dem Auto die Straße abfahren, aber als wir zurückkamen, stand sie nicht mehr vorm Haus. Sandra hat's genommen. Verdammt. Nachdem die Frau gestern Nacht verschwunden war, dachte ich, die Sache sei ausgestanden. Was hast du eigentlich gestern zu ihr gesagt? Ja, dass sie verschwinden soll, natürlich. Na, da war sie anscheinend nicht sehr überzeugend. Ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass sie eine Heidenangst vor mir hat. Hast du sie nicht gehört? Natürlich habe ich sie gehört, ich bin ja nicht taub. Was ist jetzt, wenn sie zur Polizei geht? Na, wenn sie zur Polizei gehen wollte, hätte sie das längst getan. Mach dir keine Sorgen. Ja, das sagst du so leicht. Na, was soll ich denn sonst sagen? Ja, selbst wenn sie nicht zur Polizei geht, wenn sie den Mund aufmacht, dann bin ich erledigt. Du übertreibst. Scheiße. Warum bist du so ruhig? Was hilft es denn, wenn ich mich aufrege? Na, wenn sie den Mund aufmacht, dann spricht sich das rum. Was meinst du, was dann los ist? Was dann mit Mani und mit deiner Kampagne? Dann unternimm doch was, statt hier rumzusitzen und Panik zu verbreiten. Na, was soll ich denn machen? Wir haben doch schon gesucht. Ihr sollt sie nicht suchen, ihr sollt sie finden. Ja, und dann? Und dann bringt ihr sie zu mir und ich werde mit ihr reden. Aha. Hallo, sind Sie hier? Hallo. Hey, kommen Sie doch raus. Ich tue Ihnen nichts. Ich bin ganz allein. Ich will nur mit Ihnen reden, bitte. Bitte, es ist wichtig. Ich tue Ihnen nichts. Versprochen. Oh, hi. Hallo. Ich bin Sandra. Und Sie? Ich weiß, dass Sie mich verstehen. Ich habe Sie im Restaurant beobachtet. Damals in Hamburg. Sie sind mir aufgefallen. Vermutlich, weil Sie so schön sind. Sie sind weder stumm noch geistig verwirrt. Sie haben ganz normal die anderen Gäste bedient. Erst als Ihr Blick auf unseren Tisch fiel, da fuhr Ihnen der Schreck in die Glieder. Stimmt, oder? An irgendwas haben Sie mich an diesen Moment erinnert. Ich dachte erst, dass Sie vielleicht eine Affäre mit meinem Mann hatten und entsetzt waren, ihn mit seiner Frau zu sehen. Aber das war es nicht, oder? Ich
jetzt gleich begreifen müssen, ihr Gesichtsausdruck in diesem Moment, der Schreck in ihrem Gesicht, die Abscheu. Ich kenne dieses Gefühl. Verstehen Sie? Wer war's? Wen haben Sie wiedererkannt? War es mein Mann? War es Markus? War es Boris? Oder Vince? Falls es mein Mann war, dann muss ich es wissen. Verstehen Sie? Ah, es ist clever, dieses Schweigen. Man kann einfach alles hineininterpretieren. Was wollen Sie von uns? Hm? Bitte reden Sie mit mir. War es Markus, mein Mann? Der Große mit den braunen Haaren. Ist er es, vor dem Sie solche Angst haben? Wenn er Ihnen was getan hat, dann müssen Sie mir das sagen. Okay. Ja, ich weiß, was Sie denken. Ich muss gar nichts, ich schulde dieser Frau gar nichts, aber bei mir fing es an, als ich 14 war. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, also ich soll das auch bringen, aber ich habe das Thema begraben und manchmal vergesse ich es sogar. Und ich habe einen netten Mann gefunden. Keinen perfekten Mann, aber wenn er Ihnen was getan hat, dann habe ich ein Recht darauf, es zu erfahren. Wenn er Ihnen was getan hat, dann mache ich ihn fertig. Verstehen Sie? Dann werde ich dafür sorgen, dass er seines Lebens nicht mehr froh wird. Ich frage mich, was hinter Ihrer Stirn vorgeht. Ob da überhaupt was vorgeht? Ja, vielleicht ist das alles Schwachsinn. Vielleicht bin ich ja paranoid. Markus und Boris, Vergewaltiger, ist doch Quatsch. Ich habe mich da an was verrannt, oder? Und Sie schauen mir seelenruhig dabei zu, wie ich durchdrehe, oder? Macht Ihnen das Spaß? Ist es das? Also, ich gehe jetzt zurück zu meinem Mann. Wenn es etwas gibt, das ich über ihn wissen sollte, oder über Boris, oder über beide, dann sagen Sie es jetzt. Stimmt meine Vermutung? Hat Markus Ihnen etwas getan? Boris? Beide? Okay. Es stimmt. Was haben Sie gerade gesagt? Sie vermuten richtig. Es stimmt, was Sie sagen. Oh Gott. Sie haben ein Recht darauf zu wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Wollen Sie damit sagen, dass... Ja, es stimmt. Eure Männer sind böse. Das war Folge 7 von Der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Füller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 8. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr.
Also wenn euch der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Was soll das heißen? Sie sind böse. Sie kommen! Hey! Hey, warten Sie! Laufen Sie nicht weg! Scheiße! Los, steigen Sie ein! Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Hey, Sandra, hey, Sandra. Weil sie keine andere Wahl haben. Na los! Na los, fahren Sie! Sekunde. Sie sind gleich hier, verdammt! Sperren Sie wenigstens die Türen ab! Schatz, was machst du denn hier? Die Frage ist doch eher, was ihr hier macht, oder? Lassen Sie uns hier verschwinden. Was soll denn das Ganze? Ist sie jetzt völlig durch? Wieso jagt ihr diese Frau? Was? Ey, was? Seht ihr denn nicht, dass sie Angst vor euch hat? Mein Gott, Sandra, die Tussi terrorisiert uns seit Tagen. Jetzt lass dich doch nicht einwickeln von der. Oh, ich hab mich schon viel zu lange einwickeln lassen. Jetzt mach hier die verdammte. Mach die Tür auf! Fahren Sie! Wo willst du denn überhaupt mit dir hin? Ja, Sandra. Zur Polizei. Was denkst du denn? Fahren Sie endlich! Du, das ist nicht hier. Fahren Sie! Mist, verdammter! Was ist los? Warum wenden Sie? Ich muss meine Gedanken ordnen und mit Bianca sprechen. Die wird wissen, was zu tun ist. Sie haben gesagt, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ja, das können Sie auch. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen was passiert. Das verspreche ich. Aber ich kann nicht einfach abhauen. Wenn Markus und Boris Ihnen etwas angetan haben, dann hat Bianca ein Recht darauf, es zu erfahren. Sie bleiben hier. Sandra, was machst du? Du hast sie gefunden. Um Gottes Willen, warum hast du sie hergebracht? Ich fahre die Frau zur Polizei. Aber vorher will ich, dass du mit ihr sprichst, Bianca. Sie redet? Ja. Was soll denn das? Warum willst du sie plötzlich zur Polizei fahren? Und Mann, wo zum Teufel sind Markus und mein Bruder? Das tut jetzt nicht zur Sache. Sag mal, spinnst du? Was soll denn das heißen? Halt dich da raus. Ich Sandra, muss beruhige dich doch mal und dann erklär uns doch mal, was eigentlich los ist. Ich werde mich erst beruhigen, wenn ich diese Frau sicher bei der Polizei abgeliefert habe. Was ist denn passiert? Ich weiß nur, dass sie eine Scheißangst vor Boris und Markus hat. Okay, willst du damit irgendwas andeuten? Was genau hat sie denn gesagt? Wo sind denn Boris und Markus überhaupt? Wirst du denn mit ihr sprechen oder nicht? Das geht dich genauso was an. Was redest du denn da? Die beiden haben ihr was angetan. Hä, was für ein Schwachsinn. Sprich mit ihr. Sieh ihr in die Augen, dann wirst du sehen, was die Wahrheit ist. Also nichts, aber auch gar nichts könnte mich davon überzeugen, dass mein Mann ein Gewalttäter ist. Diese Frau verfolgt und terrorisiert uns seit Tagen. Und wenn du nur ein Wort glaubst, das aus ihrem Mund kommt, dann musst du genauso wahnsinnig sein wie sie. Nun gut. Das wird die Polizei zu kriegen. Oh Gott, Sandra, ey, du bist echt total durchgeknallt. Lass mich vorbei, Sandra, lass mich vorbei. Bitte, beruhig dich. Ich kann mich nicht beruhigen. Diese Frau da hat panische Angst vor Boris und Markus. Und sie ist nicht verrückt. Sie ist völlig klar und bei ja, Verstand. Ja, klar, das haben wir ja alle gesehen. Sie sagte, eure Männer sind böse. Woher weißt du denn überhaupt, dass sie unsere Männer meinte? Sie meinte Markus und Boris. Markus und Boris sind böse. Das kannst du doch nicht ernsthaft glauben. Auf dieser Basis willst du zur Polizei gehen? Du hast sie nicht mehr alle. Okay, mir ist völlig egal, was ihr denkt, ja? Ich habe die Angst in ihrem Gesicht gesehen. Ich glaube ihr. Willst du uns hier ernsthaft sagen, dass du diese Wahnsinnige zur Polizei fahren willst, um meinen Mann anzuschwärzen und deinen eigenen auch? Also, ich hätte jetzt gern meine Autoschlüssel wieder. Was? Ja, das ist Boris und mein Auto. Hast du schon vergessen? Aber Gib ihr die verdammten Autoschlüssel. Nein. Nein. Ganz ehrlich, Sandra, ich habe immer schon gewusst, dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast. Lass mich vorbei. Hey, los. Beruhigt euch. Sandra, hast du mit Markus und Boris über deinen Verdacht gesprochen? Das war überhaupt nicht möglich. Na, wie praktisch.
Wenn du gesehen hättest, wie aggressiv die beiden waren, würdest du mich verstehen. Ich wäre auch aggressiv, wenn du plötzlich so durchdrehen würdest. Wirklich. Oh Gott, was hat sie denn jetzt? Oh, Boris und Markus, die kommen zurück. Hey, Leute. Scheiße. Hey, hey. Hallo. Mark, was ist hier los? Kann mir mal einer erklären, was das soll? Wieso sitzt diese Wahnsinnige in meinem Auto? Ja, beruhig dich. Also, deine Frau möchte gerne diese Irre jetzt zur Polizei bringen, weil sie denkt, dass ihr beide ihr was getan habt. Bitte was? Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal wirklich klar zu sehen. Oh Mann, ey, was zum Teufel soll das denn jetzt wieder heißen hier? Jetzt habe ich ausnahmsweise mal eine Frage für dich. Ja? Warum führt diese Frau sich so auf, wenn sie euch beide überhaupt nicht Boah, kennt? Oh Mann, keine Ahnung, vermutlich, weil sie verrückt ist. Ich glaube das alles nicht. Hey. Du bleibst also dabei, dass du sie noch nie gesehen ja, hast, ja? Ja, natürlich. Und du auch, ja? Ja. Okay, wenn diese Frau nur eine Spinnerin ist, dann habe ich nicht die geringste Ahnung, warum ihr ein Problem damit habt, wenn ich sie zur Polizei fahre. Ist das denn echt so schwer zu verstehen? Ich habe ein Problem damit, dass du mir unterstellst, dieser Frau was getan zu haben. Und Boris gleich mit. Also es ist doch unfassbar. Ja. Wenn diese Frau Angst vor Boris und Markus hat, wieso ist sie dann hergekommen? Wir schalten hier jetzt alle mal einen Gang runter, okay? Sandra, du kannst das Auto ohnehin nicht nehmen. Du bist nicht nur außer dir, du bist auch betrunken. Bitte die Frau auszusteigen. Also wer hat dich denn jetzt zum Bestimmer ernannt, Vincent? Ja, allerdings hier. Ich möchte, dass du hier verschwindest und diese Wahnsinnige gleich mitnimmst. Du hast völlig recht, mein Schatz. Du machst mich für Kais Tod verantwortlich. Boris, Vincent ist der Meinung, dass ich Kai absichtlich in den Tod getrieben habe. Ja, aber stimmt das, Vincent? Nein. Ja. Sag mal. Ja, na bitte. Alter. Bitte, das muss ein Missverständnis sein. Ha. Stimmt, das Thema hat mich lange umgetrieben. Das wisst ihr alle. Aber Bianca, du wärst die Letzte, die ich beschuldigen würde. Was jetzt? Okay, auf einmal. Lasst mich helfen, ja? Sandra, bitte die Frau auszusteigen. Ja, und dann? Ja, hier kann sie ja nicht bleiben. Eine Tante von mir wohnt hier in der Nähe. Ich habe sie ewig nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass sie die Frau eine Nacht aufnehmen würde. Was heißt in der Nähe? Eine halbe Stunde zu Fuß, würde ich sagen. Die Fremde könnte bei ihr übernachten. Und ihr könntet euch in Ruhe aussprechen. Und morgen sehen wir dann weiter. Doch alles kein Ende. Ich weiß nicht. Sollen wir sie selbst fragen? Okay. Entschuldigung, das ist doch alles völlig bescheuert. Ja. Machen Sie mal bitte auf. Danke. Okay, hören Sie. Ich weiß, ich habe versprochen, Sie zur Polizei zu fahren, aber dieses Auto hier kann ich nicht nehmen. Und noch einmal bei uns übernachten, das können Sie nicht. Und das möchten Sie bestimmt ohnehin nicht. Also, so wie ich das sehe, gibt es zwei Möglichkeiten, ja? Wir laufen zum nächsten Ort und rufen die Polizei an oder Sie übernachten bei Verwandten von Vincent. Was ist Ihnen lieber? Meine Tante wohnt nicht weit von hier. Ich kann Sie dort unterbringen, wenn Sie mögen. Sie wären dort sicher und könnten morgen früh entscheiden, was Sie als Nächstes tun möchten. Möchten Sie zur Polizei? Sie will nicht. Nein. Oh Mann, okay. Ja klar. Jetzt ist sie natürlich wieder stumm wie praktisch. Okay, steigen Sie aus. Ich bringe Sie zu meiner Tante. Und morgen sieht die Welt mit etwas Glück schon wieder ganz anders aus. Haben Sie Angst vor Vincent? Soll ich mitkommen? Nein? Okay, gut. Kommen Sie. Da bin ich wieder. Was macht denn ihr für Gesichter? Ich für meinen Teil bin überrascht, dich wiederzusehen. Ich hatte erwartet, dass du bei deiner Tante schläfst. Allerdings. Um keinen Preis der Welt würde ich es mir nehmen lassen, noch ein wenig Zeit mit euch zu verbringen. Und hat deine Tante sich gefreut, dass sie eine Psychopathin bei sich aufnehmen darf? Hey, Leute. Weiß einer von euch, wo Sandra ist? Ist sie nicht hier? Nein. Und ich kann sie nicht finden. Aber wahrscheinlich brauchte sie einen Moment für sich. Nur mal kurz frische Luft schnappen. Sie wirkte ziemlich durch den Wind, wenn ihr mich fragt. Vielleicht sollten wir nach ihr suchen? Ja. Okay. Sandra! Scheiß jetzt, komm raus! Sandra! Was soll der Mist? Sandra! Hey, Leute, komm mal her! Ist was? Was denn? Hier, dieser Zettel, der klemmt unterm Scheibenwischer. Und? Okay, gib mal, zeig mal. Und? Scheiße. Was denn? Hey,
Darf ich zeigen? Ich kann nicht mehr. Ich ertrage es nicht länger. Ich kann nicht fassen, dass ich vor einem Mann geflohen bin, der Frauen Gewalt antut, nur um bei einem anderen zu landen, der genauso ist. Ich gehe jetzt. Es ist vorbei. Ganz ruhig, Markus. Wir finden sie schon. Was soll das eigentlich heißen, dass sie bei einem Mann gelandet ist, der Frauen Gewalt antut? Was ist denn ich hier? Das kann sie doch nicht nur aufgrund dessen denken, was die Fremde ihr erzählt hat. Bescheuert, was soll das denn heißen? Die braucht halt Hilfe. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Das ist doch alles total durchgeknallt. Was soll die Scheiße? Ich wüsste jetzt gerne, warum die Fremde solche Angst vor dir hatte. Jetzt komm hier nicht so hier. Du weißt ganz genau, dass du da lieber deinen Mann fragen solltest. Was willst du denn damit sagen? Ja, willst du jetzt ernsthaft die Ahnungslose spielen? Ich weiß ganz genau, dass du es dir erzählt hast. Ah, was denn? Leute, das ist wirklich nicht der richtige Moment, um hier solche Diskussionen... Wenn ihr diese alte Geschichte jetzt mir anhängen könnt, dann niemand werde ich... Niemand will dir was anhängen, ist Markus. Ja, scheißegal! Jetzt halt die Fresse, Mann! Sag mal... Helft ihr mir jetzt, Sandra zu suchen, oder nicht? Natürlich helfen wir dir. Pass auf, ich habe echt Schiss, dass sie sich was antut. Also für mich klingt das nicht wie ein Abschiedsbrief. Für mich klingt das eher, als hätte sie einfach die Schnauze voll von dir, Markus. Halt aber mal endlich deine Fresse. Ey, wenn du ihr nicht die Scheiße von deiner vermeintlichen Schwangerschaft erzählt hättest, dann werde ich hier alles nicht verziehen. Hey, komm, gut jetzt. Ey, beruhigt auf, euch. Hey, was heißt denn hier vermeintlich, ja? Ich war tatsächlich schwanger, ja, Arschloch. Wer weiß von wem. Boah, hey, das ist meine Schwester, Markus. Wenn du nicht genau gewusst hättest, ja, dass ich von dir schwanger bin, dann hättest du mich wohl kaum dazu gezwungen, es wegmachen zu lassen, oder? Bitte, was hat er? Das ist doch der totale Schwachsinn. Markus? Ja, so sieht's nämlich aus. Leute, lass doch mal. Du Arschloch, fick dich. Kata, warte mal. Ja, lass, sie beruhigt sich schon wieder. So, ich brauche jetzt dringend einen Schnaps hier. Ich kann nicht fassen, dass du Stück Scheiße meine Schwester geschwängert hast. Du bist ein Arschloch. Ey, sag mal, bist du bescheuert? Du spinnst. Hör doch auf. Lass mich los, Mann. Nicht. Fuck you, ey. Das gibt's nicht. So schön zu sehen, wie meine Freunde sich um mich sorgen. Ach, Sandra. Schatz, Wisst ihr, ich bin zurückgekommen, weil mir klar geworden ist, dass man meinen Brief vielleicht missverstehen könnte. Ich dachte, wenn ich hier auftauche, dann finde ich euch krank vor Sorge. Ja, oder? Das bin ich doch auch. Ach, vergiss es doch. Vergiss es. Mann. Mir reicht's. Ey, jetzt wart doch mal bitte. Scheiße. Ich sehe mal nach Kata. Endlich allein. Mir ist kalt. Ich gehe rein. Mir auch. Bist du sicher, dass du nicht lieber bei deiner Tante übernachten willst? Todsicher. Sag mal, kann es sein, dass Boris es gar nicht weiß, dass du Kai umgebracht hast, meine ich? Ich habe niemanden umgebracht. Du redest wirr. Er hat keine Ahnung, oder? Boris mag ein verwöhntes Söhnchen sein. Und was er und Markus mit dieser Frau angestellt haben, der meine Tante gerade Tee einflößt, möchte ich lieber gar nicht wissen. Aber Mord? Die Mutter seiner Tochter, eine Mörderin? Steckt er das weg? Was meinst du? Und wie steht es umgekehrt? Wusstest du, was Boris und Markus mit dieser jungen Frau gemacht haben? Lass mich in Ruhe, Vincent. Willst du denn gar nicht wissen, was sie mir erzählt hat? Sie hat dir gar nichts erzählt, weil es nichts zu erzählen gibt. Ich glaube eher, es interessiert dich deswegen so wenig, weil es keine Neuigkeit für dich ist, richtig? Du wusstest es. Von Anfang an. Boris hat es ihr gebeichtet. Was willst du noch von mir, Vincent? Ich hab dir gesagt, was du wissen wolltest und jetzt verschwinde. Ich will, dass du dafür bezahlst. Vince, du verrennst dich da in was. Und nun lass mich in Ruhe. Zuerst muss ich dir noch etwas beichten. Ich habe gelogen. Wovon sprichst du? Ich habe gar keine Tante. Was? Er sagte, er hat gar keine Tante. Was zum Teufel wollt ihr von mir? Die Wahrheit. Boris! Boris! Was ist denn hier los? Du und Bianca, ihr seid schon viel zu lange immer mit einem davongekommen. Das endet hier und heute. Sag mal, was redest du denn da? Und was zum Teufel macht die schon wieder hier? Ich kann vielleicht nicht beweisen, dass ihr Kai damals absichtlich in den Tod getrieben habt. Kai kann nicht mehr für sich selbst sprechen. Diese Frau hier hingegen schon. Und was sie mir gerade erzählt, das ist hochinteressant. Und was soll das bringen? Stell dich doch nicht blöd. Du kannst Boris demnächst im Knast besuchen. Was? Und deiner Kampagne wird das, was jetzt ans Licht kommt, sicherlich ebenso wenig gut tun. Hören Sie... Ich weiß nicht, was Vincent Ihnen über uns erzählt hat, aber wir sind vernünftige Leute. Lassen Sie uns ins Wohnzimmer gehen und wie Erwachsene über alles sprechen. Lassen Sie sich nicht von Bianca einwickeln. Nur ein Gespräch, mehr nicht. Danach können Sie immer noch zur Polizei gehen, aber ich vermute, das wollen Sie gar nicht, oder? Sonst hätten Sie das längst getan. Es geht Ihnen gar nicht um das Recht, es geht Ihnen um Gerechtigkeit, das verstehe ich gut. Okay. Sie machen einen Fehler.
Ich will hören, was sie zu sagen hat. Na also, kommen Sie. Aber ohne ihn. Okay, Boris, würdest du uns kurz alleine lassen? Was? Ist das dein Ernst? Bitte. Na, meinetwegen. Ich warte vor der Tür. Bitte, erzählen Sie mir alles. Es war im Winter, vor 2 Jahren. Das war Folge 8 von Der Abgrund, eine Thriller-Serie von Melanie Rabe, Produktion der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da. Auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück, Regieassistenz Anne Abendroth, Musik Michał Kreischok, Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 9. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Es war im Winter, vor 2 Jahren. Das Restaurant, das Sie kennen, hatte gerade erst eröffnet. Es lief von Anfang an gut. Die Lage, die super Presse. Wir waren von Anfang an voll. Viele Designer aus den umliegenden Kreativbüros kamen zu uns essen. Viele Anwälte und Leute aus Werbeagenturen und alle brachten sie ihre Kunden mit. Es kommt immer mal wieder vor, dass Gäste unangenehm werden. Aber an diesem Abend war es besonders schlimm. 2 Männer an einem Zweiertisch. Beide Eheringe am Finger. Aber sie führten sich auf, als wäre der Laden kein gehobenes Restaurant, sondern ein Table-Dance-Schuppen. Mein Mann und Markus haben Sie belästigt? Nein. Ihr Mann und Markus haben mich gerettet. Was? Aber ich dachte... Erzählen Sie weiter. Die Männer an dem Tisch wurden immer unangenehmer. Anzüglichkeiten, rassistische Witze. So richtig ätzend. Hey, alles klar bei dir, Lia? Oh, kann ich nicht gerade behaupten. Wenn die ein Fischzeug so weitermachen, schmeiß ich sie doch noch raus. Warum hast du das nicht längst gemacht? Weil das irgendwelche Geschäftspartner vom Chef sind. Oh Mann, du Arme. Soll ich den Tisch übernehmen? Tja, damit du alles abkriegst? Nee, lass mal. Ist lieb von dir, aber ich komm schon klar. Wir sind hoffentlich eh bald weg. Ist gut. Komm, los, da kommt die. Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen?
Jedenfalls nichts, was auf der Karte steht. Hat es denn geschmeckt? Lecker, lecker. Aber sicher nicht so lecker wie du. So, Sie lassen jetzt mal die Dame in Ruhe, ja? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Scheiß. Vorsicht, ja? Wir hören uns schon den ganzen Abend Ihre dummen Sprüche an. Da vergeht einem echter Appetit. Okay, okay. Regen Sie sich doch nicht gleich so auf. Ja, manchmal hilft es doch einfach mal, die Fresse zu halten. Sehr gut. Danke. Die Leute werden noch immer humorloser hier. Hey, Naomi, zwei Hupfner noch. Dann bist du uns los. Komm sofort. Dann fragten sie mich, wo sie sich denn jetzt noch ein bisschen amüsieren könnten. Die fragten mich sogar, ob ich nicht mitkommen wolle. Völlig idiotisch. Als würde ich einfach so meine Arbeit liegen lassen, um mit zwei widerlichen, sturzbesoffenen Typen in irgendeine Bar zu gehen. Passiert aber immer wieder. Ich empfahl ihnen ein paar Bars in der Nähe und hoffte, sie nie wiederzusehen. Und was ist dann geschehen? Ich hatte gerade sauber gemacht und den Laden abgesperrt. An die beiden betrunkenen Idioten dachte ich schon gar nicht mehr. Die waren schon Stunden früher gegangen. Ich war unterwegs zur S-Bahn. Es war mitten in der Nacht. Ich bin gerannt, weil ich wusste, dass ich die Bahn sonst verpassen würde. Ach, so ein Mist, das gibt's doch nicht! Jetzt geht das halbe Trinkgeld für ein blödes Taxi drauf. Taxi! Taxi! Hey! Hey! Scheiße. Okay, kein Problem. Ja, hallo? Ich brauche ein Taxi. Ich stehe an der S-Bahn-Haltestelle in... Hallo? Hallo! Mann, der Scheiß-Akku! Hi! Hallo. Können wir Sie vielleicht ein Stück mitnehmen? Nein, danke, alles gut. Nee, wo müssen Sie denn hin? Ich nehme eine Bahn, danke. Die Haltestelle ist aber die andere Richtung. Ich nehme ein Taxi. Und wenn keins hält, nehme ich die nächste Bahn. Jetzt kommen Sie schon, wir setzen Sie ab. Mitten in der Nacht mit der S-Bahn fahren ist doch ätzend. Also gut. Danke. So, fahren wir da vorne links. Alles klar. Sie haben mich noch gar nicht gefragt, wohin ich will. Oh, stimmt. Es ist aber auch gefährlich, zu fremden Männern ins Auto zu steigen. Hat dir das niemand beigebracht? Okay, sehr witzig. Lass mich sofort aussteigen. Na, lass das mal lieber. Du brichst dir nur die Fingernägel ab. Zentralverriegelung, verstehst du? Kindersicherung. Ja, nee. Die Tür geht erst auf, wenn ich sie öffne. Also moderne Autos gibt's da, wo ihr herkommt, noch nicht. Wo fahrt ihr mich hin? Mal sehen. Ich würde sagen, vielleicht da drüben in das Wäldchen. Okay, ich habe gerade den Notruf gewählt. Entweder ihr lasst mich jetzt sofort aussteigen oder... Aber du rufst mit einem abgeschalteten Handy an. Die Polizei, ja? Ist ja süß. Ja, sag mal, bist du überhaupt sicher, dass du jemanden von der Polizei sprechen willst? Bist du überhaupt legal im Land? So, ey, da hinten nochmal rechts. Lass mich raus! Oh, Scheiße, ey. Boah, was ist denn? Okay, los? Okay, okay. Die sticht mit dem Schlüssel und so. Aua, hey, das Auge aus. Langsam, sachte. Ist ja gut. Ey, du tust dir noch weh. Sag mal. Oh, shit. Aua. Na, fühlst du dich jetzt besser? Oh, ja, das ist jetzt aber auch blöd, oder? Rechts direkt neben dir ein Zaun, links ein Waldstück. Na, was machst du denn jetzt? Lass mich in Ruhe! Lass dich hier in den Wald, Arschlöcher. Oder du musst aber erst an uns vorbei. Das ist aber gar nicht nett. Das finde ich auch hier. Das Arschlöcher nett. Hör mal. Wir spielen den Chauffeur hier, wie die Lady, und dann werden wir auch noch beschimpft. Ja, und dann ist der Mensch rot. Was wollt ihr von mir? Mal sehen. Ja, wir wollen uns bloß ein bisschen amüsieren, oder? Also ich meine, hey, sie haut ab. Wenn sie den Waldrand erreicht, ist er weg. Ja, keine Sorge.
Scheiße. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Geh runter. Mann, du Idiot, ey. Das gibt's doch nicht. Wir müssen schauen, dass er... Scheiße, Mann, du hast sie erwischt. Komm raus. Scheiße. Oh, fuck. Okay. Das ist ein ganz klarer Bruch. Ey, komm. Hey, keine Panik. Keine Panik? Bist du bescheuert, Mann? Scheiße. Was redest du? Wir müssen hier okay. weg. Los. Hören Sie zu. Das war wirklich keine Absicht, okay? Du kommst wieder in Ordnung. Wir rufen den Krankenwagen. Ruf mal einen Krankenwagen an. Versprochen. Ja? Aber Gott. Das wollte ich nicht. Scheiße. Gib ihr. Hören Sie, das Ganze sollte ein Scherz sein. Es tut mir wirklich leid. Wir schicken den Krankenwagen und du kommst wieder in Ordnung. Jetzt warte doch mal. Und kein Wort hierüber. Ja, kein Sterbenswort. Du kommst wieder in Ordnung und du vergisst den ganzen Zwischenfall. Verstehst du? Gib ihr irgendwas. Okay. Gib ihr irgendwas. Hier, ich hab hier 100 Euro, ja? Mehr habe ich nicht dabei. Ich leg's dir hier 100 hin, ja? Euro? Ich komm ja schon. 100 Euro, ey, jetzt komm! Okay. Los, jetzt komm, endlich, Mann! Hilfe! 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 Mein Gott. Sie hätten sterben können. Der Krankenwagen kam natürlich nie. Es hat ewig gedauert, bis mich jemand gefunden hat. Eine junge Frau auf ihrer Joggingrunde am nächsten Morgen. Ich war unterkühlt und hatte ein gebrochenes Bein. Ich kann mir kaum vorstellen, wie Sie sich fühlen müssen. Und deswegen die 100 Euro. Und deswegen sagten Sie nichts. Kein Sterbenswort. Och. Sie glauben mir? Ja, ich glaube Ihnen. Haben Sie Anzeige erstattet? Nein. Die Aussage dieser beiden Herren gegen meine, das wollte ich mir nicht antun. Ich verstehe. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, was mir durch den Kopf ging, als ich die beiden plötzlich wieder sah. Neulich im Restaurant. Mit ihren Frauen, ihren Freunden. Einfach so, als wäre nichts gewesen. Oh. Die fühlten sich so sicher, dass sie einfach zurückkamen. In mein Restaurant. Sie wussten, dass Ihnen nichts passieren würde, verstehen Sie? Sie sind sich so sicher, dass Ihnen nichts passieren kann, dass Sie sich noch nicht einmal merken, in welches Restaurant Sie vielleicht besser nicht mehr gehen sollten. Die haben noch nicht mal mehr daran gedacht. Und falls Sie daran gedacht haben, wussten Sie, dass ich die Klappe halten würde. Weil Leute wie die immer mit allem davon kommen. Weil Leute wie ich immer Angst haben und die Klappe halten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir tut das alles so leid. Glauben Sie ihr kein Wort? Na. Glaubst du ernsthaft, das lässt mich kalt? Ja, das glaube ich. Es war unglaublich mutig, von Ihnen hierher zu kommen. Unglaublich mutig? Oder unglaublich dumm? Was meinen Sie? In der ersten Nacht, nachdem Sie ins Bett gegangen sind, stand Ihr Mann plötzlich im Dunkeln vor mir. Ich wusste doch, dass ich einen Schrei gehört habe. Er sagte, wenn ich den Mund aufmachen würde, würde er mich fertig machen. Oh. Ich bin sofort abgehauen. Er mir hinterher. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn er mich gekriegt hätte. Oh, Scheiße. Trotzdem sind Sie wiedergekommen. Ich habe ja erwartet, dass so etwas passieren würde. Aber ich musste etwas tun. Ihnen zeigen, dass Sie nicht mit allem davonkommen. Sie hätten nicht noch einmal in mein Restaurant kommen sollen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können zur Polizei gehen und ich könnte es ehrlich gesagt gut verstehen, wenn Sie das machen würden. Aber Sie haben vollkommen recht, dann wird genau das passieren, was Sie sich ausmalen. Wieso? Du glaubst ihr, oder? Du könntest zu ihren Gunsten aussagen, da du doch so gerne helfen möchtest. Ich bin keine Zeugin, ich war nicht dabei. Welches Gewicht sollte mein Wort da schon haben? Was ist die zweite Möglichkeit? Mein Mann und Markus haben ihnen Unrecht getan. Und Boris hat sie zudem auch noch beleidigt, indem er ihnen 100 Euro hingeworfen hat. Ich habe keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine merkwürdige Übersprungshandlung war. Er muss unter Schock gestanden haben. Wenn er nachgedacht hätte, wäre ihm klar gewesen, dass er mit dem Geldschein auch seine Fingerabdrücke am Unfallort hinterlässt. Das mit dem Schock ist keine Entschuldigung, nur eine Erklärung. Glauben Sie ihr kein Wort. Sie wusste, was Boris und Markus getan haben. Sie sind eine mutige Frau. Was Sie in den letzten paar Tagen getan haben, beweist das. Sie wollten, dass die Männer, die Sie in Angst und Schrecken versetzt haben, nicht so leicht davonkommen. Sie wollten auch Sie in Angst und Schrecken versetzen. Das ist Ihnen gelungen. Ich habe in meiner Handtasche 10.000 Euro. Sie gehören Ihnen.
Nicht, weil ich sie für käuflich halte, sondern weil ich nicht weiß, wie ich mich sonst bei Ihnen entschuldigen kann. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das Geld gehört Ihnen. Ich will es nicht. Ich bitte Sie, nehmen Sie es. Und wenn Sie es nicht behalten wollen, dann tun Sie Gutes damit. Verschenken Sie es, spenden Sie es, das steht Ihnen alles frei. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass sie auf deine Masche hereinfällt. Bitte nehmen Sie es an, zusammen mit meiner Entschuldigung. Ihre Entschuldigung interessiert mich nicht. Sie haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Sie haben recht. Wäre es okay, wenn ich meinen Mann dazu bitte? Okay. Stimmt es, was die Frau sagt? Markus und du, ihr habt sie mit dem Auto gejagt, seid ihr vollkommen wahnsinnig geworden? Ja, das war ein katastrophaler Fehler. Die ultimative Dummheit. Es tut mir wahnsinnig leid. Du weißt, dass ich eigentlich nicht so bin. Ich hatte getrunken und... Entschuldige dich nicht bei mir, sondern bei ihr. Okay. Ja. Natürlich, hören Sie es. Es tut mir unendlich leid, was damals passiert ist. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es wieder gut machen kann. Sagen Sie mir bitte, wie ich es wieder gut machen kann. Es genügt mir, die Gewissheit zu haben, dass Sie mir nie wieder unter die Augen kommen. Wenn Sie sich jemals wieder im Restaurant blicken lassen... Das werde ich nicht, versprochen. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals wieder vertrauen kann, Boris. Was willst du damit sagen? Du hättest viel früher mit mir sprechen müssen. Bianca. Bitte, geh, wir unterhalten uns später. Aber, Bianca... Ich kann dich aktuell nicht sehen. Du hast alles kaputt gemacht. Hey, Süße. Wir reden okay, später. Okay, ja, gut. Wie du meinst. Mir tut unendlich leid, was Ihnen widerfahren ist. Gehen Sie zur Polizei. Oder nehmen Sie das Geld, das liegt wirklich bei Ihnen. Okay. Wie sind Sie so schnell an so viel Bargeld gekommen? Ich hatte es dabei, ein Zufall mehr nicht. Machen Sie das nicht. Sie müssen Ihre Geschichte erzählen. Die dürfen nicht schon wieder davon kommen. Wer weiß, was Sie sonst noch so alles getan haben. Sie können es sich vielleicht leisten, so viel Geld auszuschlagen, ich nicht. Alles Gute, Vincent. Passen Sie auf sich auf. Wie sagtest du vorhin so schön? Endlich allein. Ich kann nicht fassen, dass sie das Geld genommen hat. Tun sie das am Ende nicht immer? Staunst du, was? Du bist anscheinend nicht der Einzige, der sein Handy behalten hat. Alles klar, Schatz. Du kannst zurückkommen. Hat sie das Geld genommen? Mhm, hat sie. Und Vince? Der ist noch hier, aber ich werde ihn bitten, so langsam zu gehen. Es gibt doch nichts Schlimmeres als Gäste, die nicht von alleine merken, dass sie nicht mehr erwünscht sind, oder? Was ist nur aus dir geworden, Bianca? Warum hast du das getan? Was? Dass du Boris und Markus Dex ist schlimm genug, aber auf einer bestimmten Ebene macht es Sinn. Aber Kai... Warum hast du es getan? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast ihn in den Tod getrieben. Du hast es selbst gesagt. Du fantasierst. Ach, komm schon, Bianca. Du bist mit allem davongekommen. Ein Teil von dir muss doch darauf brennen, darüber zu sprechen. Du bist verwirrt. Vincent, ich mache mir Sorgen um dich. Warum hast du es getan? Ich habe auch eine Frage. Okay. Ist eigentlich dein Handy in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht? Keine Ahnung, wo es geblieben ist. Warum? Du zeichnest uns gerade auf, oder? Wenn du reden willst, können wir reden, aber nicht unter diesen Bedingungen. Gib mir das Handy. Also gut. Hier. Es ist ausgesprochen unhöflich, Menschen heimlich aufzuzeichnen, weißt du. Okay, du hast, was du wolltest. Jetzt antworte mir. Warum hast du es getan? Willst du das wirklich wissen? Na, nur deswegen bin ich ja hier. Weißt du, ich hatte immer eine sehr klare Vorstellung davon, wie mein Leben einmal sein sollte. Ich wusste, dass ich ein gutes Abitur machen und einen tollen Studienplatz bekommen würde. Ich wusste, dass ich eines Tages in einer Top-Kanzlei landen und schließlich Partnerin werden würde. Und ich wusste immer, dass ich in meinen 20ern heiraten und spätestens mit Anfang 30 eine Familie gründen würde. Und ich wusste immer, dass ich all das mit Boris tun würde. Was hat das mit Kai zu tun? Wie gut erinnerst du dich an die Zeit, in der Kai zu uns an die Schule kam? Gut. Boris und ich waren da schon ein Jahr lang zusammen. Mir kam das damals ewig vor. Die Halskette, die er mir geschenkt hat, habe ich heute noch. Dein Ehemann quält hin und wieder Frauen. Ist ansonsten aber ein echter Traumtyp. Schön, und? Ich war nicht die Einzige, die mitgekriegt hat, dass Kai und du ein Paar sind. Boris wusste es? Oh ja. Er war wochenlang in einer so merkwürdigen Stimmung. Ich wusste überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Erst dachte ich, dass er wütend ist.
weil du Geheimnisse hast vor ihm. Oder dass er es vielleicht ernsthaft schlimm findet, dass du schwul bist, aber das war es nicht. Es hat lange gedauert, bis ich es kapiert habe. Er war nicht wütend, er war traurig. Er hatte Liebeskummer. Was? Du meinst... Ja, tu nicht so, als wenn du nicht gewusst hättest, dass Boris in dich verknallt war. Nein, ich... Ein Stück weit ist das der Grund, warum ich dich neulich zu meinem Abendessen eingeladen habe. Du wolltest, dass wir uns wiedersehen? Um dich zu entzaubern. Du hättest sein Gesicht sehen sollen bei jedem Klassentreffen, dem du ferngeblieben bist. Er war jedes Mal so enttäuscht. Als du mir da plötzlich über den Weg gelaufen bist in Hamburg, mit deinem schlechten Haarschnitt und deinen billigen Turnschuhen, da wollte ich einfach, dass er auch sieht, was ich sehe. Ich weiß nicht, was er sich ausgemalt hat, was aus dir geworden ist. Ich weiß nur, dass er immer wieder an dich gedacht hat. Dabei bist du so banal wie ein eingewachsener Zehennagel. Du bist ein Niemand, während wir etwas aus uns gemacht haben, er und ich. Ich wollte, dass er mit eigenen Augen sieht, wovor ich ihn bewahrt habe. Du hast den gleichen Job ergriffen wie deine Eltern und Boris leitet die Firma seines Vaters. Ich habe keine Ahnung, wo du deinen Standesdünkel hernimmst. Weißt du, ich wusste, dass es schlimm werden würde für euch. Für Kai und dich. Ich habe schon immer instinktiv begriffen, wie Leute ticken, wie Gruppen funktionieren. Eines allerdings habe ich nicht vorhergesehen. Und das wäre? Dass Kai so viel schwächer war als du. Kai wirkte so cool, so eigenständig. Du hingegen, ich hätte gedacht, dass die Hänseleien dir viel schwerer zu setzen als ihm. Du meinst? Du hättest es sein sollen. Nicht Kai. Warum hast du es dann getan? Warum hast du Kai in den Suizid getrieben, wenn ich es doch war, der dir im Weg stand? Ja, ich würde mir niemals das Leben nehmen. Das musst du irgendwann begriffen haben. Aber warum hast du dann Kai fertig gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, dass es ein Stück weit einfach Bosheit war. Ich war eifersüchtig auf dich und wollte dir wehtun. Kein feiner Zug, aber so bin ich eben und das akzeptiere ich. Ein Stück weit wollte ich sicher auch Boris zeigen, wie es ihm ergehen könnte, wenn er seiner albernen kleinen Verliebtheit in dich nachgeben würde. Und letztlich, muss ich sagen, war ich auch einfach neugierig. Du hast Kai umgebracht, weil du neugierig warst? Irgendwie schon, ja. Okay, ich denke, das reicht. Ich habe, was ich wollte. Du wirst bezahlen für das, was du getan hast. Ach, ich würde das, was ich gesagt habe, niemals vor Zeugen wiederholen, ja. Das weißt du. Und was deine käufliche kleine Freundin betrifft, sie wird schweigen. Und selbst wenn sie das nicht täte, Boris würde nichts passieren. Um ehrlich zu sein, habe ich sie nur ausgezahlt, um einen Image-Schaden zu vermeiden. Wie du weißt, ziehe ich demnächst in den Landtag ein. Oh ja. Du findest das witzig? Zum Totlachen. Ich glaube nicht, dass du in den Landtag einziehst. Nicht nachdem du gerade gestanden hast, einen Teenager in den Tod getrieben zu haben. Und eine Frau ausbezahlt zu haben, damit sie den Mund hält, was seinen Mann betrifft. Was redest du da? Ich habe dein Handy längst ausgestellt. Schau mal zwischen die Kissen dort. Genau dir gegenüber. Siehst du? Das hat meine kleine käufliche Freundin dort platziert, als du kurz draußen warst, um Boris zu rufen. Sie ist übrigens gerade unterwegs zur Polizei. Was? Na, mach dir keine Mühe, es abzuschalten oder etwas aus dem Datenspeicher zu löschen. Siehst du das Symbol da oben rechts, da, wo live steht? Ein Livestream? Ja. Und schau mal, 200 Zuschauer. Nicht viel, aber immerhin. Ich habe nicht viele Follower, aber rund 50% sind Kollegen, oh. Journalisten. Das glaube ich nicht. Glaub's ruhig. Ich muss jetzt los. Grüß Boris von mir, wenn du ihn siehst. Damit kommst du nicht durch! Das war Folge 9 von Der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Produktion Der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche 2 Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Füller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai,
sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bonhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags. Hörverlag Serials. Das ist Der Abgrund, Folge 10. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wir veröffentlichen laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Also wenn euch Der Abgrund gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD. Hallo. Guten Tag. Ach, Sie sind's. Möchten Sie einen Tisch für sich allein oder warten Sie noch jemanden? Ich bin allein und ehrlich gesagt komme ich nicht, um zu essen, sondern weil ich gern mit der Kellnerin sprechen wollte, die gestern so plötzlich verschwunden ist. Ist sie da? Aha, sie ist hinten im Büro. Kann ich Sie sprechen? Ich frag Sie mal. Bitte warten Sie einen Augenblick, ja? Hallo. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mein Name ist Vincent Schlüter. Lia ist Eva. Aha. Es geht um gestern Abend. Ich war mit einigen Freunden hier und... Ich erinnere mich an Sie. Was wollen Sie von mir? Das ist ein bisschen kompliziert. Können wir irgendwo ungestört reden? Kommen Sie mit. Hier sind wir ungestört. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass ich nicht viel Zeit habe. Wie Sie sehen, ist viel los heute. Ich muss den Service ein wenig unterstützen. Sie sind gar keine Kellnerin, oder? Das ist Ihr Restaurant. Ich habe es vor gut einem Jahr übernommen. Mein Glückwunsch. Essen und Service sind fantastisch. Danke. Wir arbeiten hart daran. Aber bitte kommen Sie doch zum Punkt, Herr Schlüter. Genau. Entschuldigung. Der gestrige Abend hat einen unangenehmen Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Und ich muss Sie das einfach fragen. Was war da los? Warum haben Sie sich so furchtbar erschreckt vor uns? Und was sollte das mit den 100 Euro? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Es ist nur so ein Bauchgefühl, aber ich frage Sie jetzt einfach ganz direkt. Ist einer der gestern Abend Anwesenden Ihnen schon einmal begegnet? Hat einer von denen Ihnen etwas angetan? Sie denken ja reichlich schlecht von Ihren Freunden, wenn Sie das für möglich halten. Das sind nicht meine Freunde. Ach nein. Interessant. Das sah gestern aber anders aus. Bitte, erzählen Sie. Okay, aber danach sind Sie dran. Abgemacht. Damit kommst du nicht durch. Das ist Verleumdung. Jedem muss klar sein, dass ich das, was ich da vorhin gesagt habe, nicht ernst gemeint habe. Wenn du dieses Video zugänglich machst... Das ist es längst. Ich mach dich fertig. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Was hast du da? Der Besitzer dieses Hauses hat im Keller einen Waffenschrank. Wusstest du das? Was? Man denkt immer, jeder vernünftige Mensch würde seinen Waffenschrank ordentlich sichern. Aber vermutlich gibt es viel mehr unvernünftige Menschen, als man gemeinhin annimmt. Ich glaube, du hast recht. Damit komme ich nicht durch. Mit dem Video allein kommst du viel zu leicht davon. Ich glaube, Leute wie du schaffen es immer wieder, sich aus der Affäre zu ziehen. Auch wenn sie noch so nah am Abgrund stehen. Denkst du nicht auch? Leg die Waffe weg. Du hast einen anderen Menschen in den Selbstmord getrieben und du zeigst keinerlei Reue. Du verdienst es, nicht weiterzuleben. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich war beim Bund, wusstest du das? Ich hätte natürlich lieber Zivildienst gemacht damals, aber mein Vater bestand darauf. Ordentlich schießen habe ich allerdings von ihm gelernt, nicht bei der Bundeswehr. Noch so ein Sportschütze. Hey...
Das hier ist eine Glock 17. Die benutzen gerne die Behörden, weil sie so leicht ist und so zuverlässig. Keine Ahnung, wie dein Kollege da rangekommen ist. Vincent, denk nach. Komm zu dir. Du bist doch kein Mörder. Psst, bitte sei still. Ich muss nachdenken. Wie? Worüber? Naja, ich könnte dir in den Bauch schießen. Dann würdest du langsam verbluten. Oder ich ziele auf dein Herz. Wenn ich es treffe, geht es schnell. Aber wenn ich es verfehle und lediglich deine Brust treffe und die Lunge beschädige, kriegst du fürchterliche Atemnot. Und du machst mir Angst. Ja, das will ich doch hoffen. Vincent, bitte. Hör zu, das mit Kai habe ich mir ausgedacht. Ich war gekränkt wegen Boris und dir. Ich habe das nicht ernst gemeint. Du hast Kai gesagt, er solle den Tod nicht fürchten. Er sei das Ende aller Schmerzen. Das war das Letzte, was er gesagt hat, bevor er gesprungen ist, weißt du? Ach, hey, um Himmels Willen, das kannst du nicht... Vincent, bitte, ich habe ein Kind! Du hast recht, das kann ich nicht machen. Ich bin nicht so krank und kaputt wie du. Beide übel mitgespielt, deine Schulfreunde. Man fragt sich, was sie sich in den letzten Jahren noch so alles haben zu Schulden kommen lassen. Und sie kommen immer mit allem davon. Dass wir uns gefunden haben, das muss was bedeuten, oder? Wir beide kennen die Wahrheit. Wir wissen, wie sie wirklich sind. Und was machen wir jetzt damit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nicht sein kann, dass manche Menschen mit einfach allem davonkommen. Irgendwas müssen wir tun. Sand ins Getriebe streuen. Ich hätte damals direkt zur Polizei gehen sollen. Jetzt ist es zu spät. Und ich kann schlecht jemanden dafür vor Gericht bringen, dass er oder sie als Teenager gerne Klassenkameraden fertig gemacht hat. Weißt du, was gut wäre? Wenn du sie dazu bringen könntest, zuzugeben, was sie getan haben. Und dann? Was sie damals getan haben, ist strafrechtlich nicht relevant. Und was sie mit dir gemacht haben, werden sie wohl kaum offen eingestehen. Das ist möglicherweise egal. Woran denkst du? Wir stellen sie bloß. Dieser Markus hat eine eigene Praxis, wie du sagst. Boris eine Firma. Ein Shitstorm würde beide hart treffen. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Fahr mit ihnen auf die Insel. Und sieh zu, dass sich eine Gelegenheit ergibt. Und du? Ich helfe dir. Was hast du vor? Sand ins Getriebe streuen. Ja. Hat mit dem Stream alles geklappt? Hat es. Ich habe vorsichtshalber auch nochmal alles gespeichert. Die ersten Blogs haben das Video schon aufgegriffen. Wie hat sie es aufgenommen? Wie erwartet. Weißt du, dass ich mich kurz gefragt habe, ob Bianca dich vielleicht wirklich eingewickelt hat? Im Ernst? Nur ganz kurz. Sie ist gut in dem, was sie macht, nicht? Findest du? Ja. Ist es dir nicht aufgefallen? Was? Sie hat so getan, als würde sie sich wahnsinnig für mich und mein Schicksal interessieren. Als wäre ich in dem Moment der wichtigste Mensch auf dem Planeten für sie. Und dabei hat sie mich die ganze Zeit noch nicht einmal nach meinem Namen gefragt. Stimmt. Du warst genial. Dein Schweigen war unglaublich beunruhigend. Man konnte einfach alles hineininterpretieren. Was wirst du jetzt machen? Was wohl? Als erstes das Geld bei der Polizei abgeben. Und sobald mit denen alles geregelt ist, fahre ich nach Hause und gehe arbeiten. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Wir haben dieses Jahr erstmals eine Empfehlung von Michelin, wusstest du das? Nein, wow. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt dürfen wir natürlich auf keinen Fall nachlassen. Und du? Was machst du? Dasselbe wie du. Arbeiten. Mein Leben leben. Glaubst du, es ist genug? Was meinst du? Sand ins Getriebe zu streuen. Sie sind nicht damit davongekommen. Diesmal nicht. Ihr Tun hatte Konsequenzen. Für sie alle. Das zählt. Was riecht denn hier so gut? Das ist Coq au Vin.
Mache ich vielleicht nicht ganz so gut wie du, aber ich gebe mir Mühe. Dauert mindestens noch eine halbe Stunde, bis alles fertig ist. Ach, umso besser. Ich bin nur noch mal kurz in meinem Zimmer, ja? Vince, bist du okay? Mehr als das. September 1999. Nächste Woche ist Mathe-Klausur. Wenn ich wieder eine 5 schreibe, bringt mein Vater mich um. Und das sage ich nicht nur so. Er würde in den Schuppen gehen, sein Beil nehmen und mir den Schädel spalten. Kai sagt, damit das nicht passiert, wird er am Wochenende mit mir lernen. Ich bin aufgeregt. Wegen der Klausur und wegen Kai. 17. September 1999. Ich habe eine 5 in Mathe. Natürlich habe ich eine 5 in Mathe. Ich kann die Pulitzer-Preisträger der letzten Jahrzehnte aufzählen und ich kann das bescheuerte Gedicht, das wir in der 7. auswendig lernen mussten, heute noch auswendig. Aber ich kann einfach kein Mathe. Ich bin ein Idiot, was Zahlen betrifft. Nicht meine Worte, sondern die meines Vaters. Der hat zum Glück gerade beruflich in Holland zu tun, nur deswegen lebe ich noch. Kai sagt, die nächste Klausur wird besser. Dass wir da dranbleiben werden. Mal sehen. 1. November 1999. Wir haben uns geküsst. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich zittere immer noch. Es ist wie in einem Traum. 10. November 1999. Gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, war alles wie immer. Heute ist alles anders. Alle wissen es. Alle. Bianca hat mir erzählt, was alle sagen. Ich wollte es erst gar nicht hören, aber sie meinte, dass es wichtig ist, dass ich die Wahrheit kenne. Und da hat sie natürlich recht. Aber mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich weiter zur Schule gehen soll. Bianca meinte, ich solle mich lieber nicht mehr mit Kai zusammen blicken lassen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bianca sagt, ich solle mich auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Aber wie soll das gehen? Aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich hasse diese Insel. Ich hasse sie. Wenn ich erst einmal mein Abi habe, komme ich nie wieder zurück. Komm rein. Du, willst du jetzt mal probieren? Also das Huhn, meine ich. Gerne. Ich komme schon. Ich gehe nachher übrigens ins Kino. Willst du mitkommen? Vielleicht in die Spätvorstellung? Ich gehe heute mal früher ins Bett. Was? Du? Du kannst doch eh nicht schlafen. Das sagst du doch immer selbst. Ich glaube, ab jetzt kann ich. Liest du da in deinem alten Tagebuch? Mhm. Was ist auf der Insel passiert, Vince? Du bist irgendwie anders. Das erzähle ich dir beim Essen. Vince? Boris, was machst du hier? Hast du mir aufgelauert? Bist du jetzt zufrieden? Was spinnst du? Meine Frau sitzt heulend daheim, ja, und sie traut sich nicht mehr auf die Straße. Das Telefon steht überhaupt nicht mehr still. Ich kann nicht fassen, was für ein blödes Arschloch du geworden bist. Was ist aus dir geworden? Wir laden dich ein und du filmst heimlich meine Frau? Deine Frau hat Kai umgebracht. Ach so, ein Schwachsinn. Hast du das Video gesehen? Ich muss das Video nicht sehen. Ich vertraue und ich glaube meiner Frau, Bianca. Sie hat vor mir damit angegeben. Sie verdient alles, was sie jetzt bekommt, genau wie du. Ach. Was ist denn hier los? Sofort aufhören, ich rufe die Polizei. Lass mich! Hey, nicht nötig. Wir sind ohnehin fertig miteinander. Ihre Nase sieht schlimm aus. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nicht nötig, sag ich doch. Alles gut, danke. Sicher? Geht schon wieder. Ich komm klar, danke. Na gut, dann gehen wir halt noch ein Bier trinken. Komm, ey. Was genau denkst du denn, wird es passieren? Hm? Denkst du nicht, dass dieses Video irgendwas ändert? Glaubst du, Bianca wird ihre Kandidatur niederlegen? Ist das das, was du willst? Kannst du vergessen. Also wenn das der Plan war, ja? Dann hast du dich aber ordentlich verrechnet. Bianca hat die volle Unterstützung ihrer Partei. Wenn du das sagst. Du bist ein Niemand, Vince. Neidisch und niederträchtig bist du. Kannst es nicht ertragen, dass Bianca und ich alles haben und du nichts. Aber du solltest dich besser dran gewöhnen. Wir sind oben und du bist unten. So funktioniert die Welt. Verstehst du? So hat sie immer schon funktioniert.
Mein Vater hat ein erfolgreiches Unternehmen geleitet. Und was macht deiner nochmal gleich? Er war Müllmann, oder? Und ganz ehrlich, Vince, soll ich dir was sagen? Das hat man immer auch ein bisschen an dir gerochen. Leb wohl, Boris. Geh zurück zu deiner Frau. Bleib bei ihr. Werde alt mit ihr. Ihr zwei seid so ein schönes Paar. Eine Mörderin und ein Mann, der gerne Frauen quält. Ihr verdient einander. Heute ist Freitag, der 16. März. Die Nachrichten. Lia? Kanzlerin, ja? Es gibt ein Problem mit der Lieferung. Der Winzer hat uns die doppelte Menge Malbec geschickt und dafür fehlt der Riesling. Okay, ich komme sofort. Ja, okay, alles klar. Ich warte an der Bar auf dich. Lokales. Die Politikerin Bianca Nielsen, die vor 4 Monaten erst in die hamburgische Bürgerschaft, das Landesparlament der Hansestadt, eingezogen war, ist tot. Die Polizei schließt einen Suizid nicht aus, ermittelt aber in alle Richtungen. Nielsen war wegen eines Skandals um den Tod eines früheren Mitschülers und wegen der vermeintlichen versuchten Vertuschung einer Fahrerflucht ihres Mannes in die Schlagzeilen geraten. Dennoch war ihr der Einzug in die hamburgische Bürgerschaft gelungen. In der vergangenen Woche hatten Hamburger Medien berichtet, dass Nielsens Mann die Scheidung eingereicht hatte. Kollegen und Weggefährten zeigten sich bestürzt über den Tod der jungen Politikerin und Anwältin. Aus der Politik wurden Stimmen laut, endlich Maßnahmen zu entwickeln, um Mobbing und Cybermobbing effizienter begegnen zu können. Nielsen hatte sich besonders gegen Mobbing, das vor allem auch junge Menschen betrifft, engagiert. Das war die letzte Folge von Der Abgrund, eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns zuhört. So bleibt Der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette, David Wittmann als junger Vincent, Yannick Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bohnhoff. Regie Anja Herrenbrück, Regieassistenz Anne Abendroth, Musik Michał Kreischok, Aufnahme und Mischung audioberlin.com, eine Produktion des Hörverlags.